So, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung zur diesjährigen Außenpolitischen Jahrestagung. Schön, Sie alle hier zu sehen und auch herzlich willkommen zurück aus der verdienten Mittagspause. Wir haben ein anregendes Podium und eine Keynote heute Vormittag erlebt, an dessen Ende Frank Sauer sich überrascht zeigte über die Form der Diskussion in der Heinrich-Böll-Stiftung mit der grünen politischen Familie über das Thema der Außen- und Sicherheitspolitik in diesen Zeiten. Und ich will daran anknüpfen und darauf verweisen, dass die Grünen bereits 2007, also fast 15 Jahre vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine, in Aufarbeitung ihrer ersten Regierungsbeteiligung ein sehr umfassendes, weitgehendes und weitsichtiges Konzept für ihre Außen- und Sicherheitspolitik entwickelt haben und dies auch zur Grundlage ihrer weiteren Politik gemacht haben und damit tatsächlich den Diskurs in der Fachöffentlichkeit enorm geprägt haben. Leider ist es uns nicht gelungen, das auch tatsächlich damals schon in der Veränderung zum Beispiel mit dem Konzept Responsibility to Protect oder auch der ganz klaren Verankerung und Stärkung und Verteidigung einer regelbasierten Ordnung in allen Teilen der Gesellschaft sichtbar zu machen. Und wir haben jetzt hier heute, und das ist auch meine Rolle, dafür die Begrüßung hier vorzunehmen, mit Annalena Baerbock, jemanden in unseren Reihen, die gleich zu uns sprechen wird, die das mitgeprägt hat und auch in den Folgejahren ganz maßgeblich diese neue Außen- und Sicherheitspolitik aus grüner Sicht gerade auch mit einem europäischen Blick geprägt hat. Und als du, Annalena, 2020 als grüne Bundesvorsitzende an dieser Stelle die Keynote zu der Außenpolitischen Jahrestagung damals gehalten hast, übrigens die letzte, die tatsächlich in Präsenz vor dieser stattgefunden hat, da waren die Botschaften dementsprechend auch klar, obwohl natürlich in einem ganz anderen Setting. Wir waren im Ausklingen der Präsidentschaft Trump, wir waren auf der Suche nach Partnern für deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik und haben gehofft auf eine Stärkung auch einer EU-Handlungsfähigkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und auch dort hast du den Blick auf die Interessen auch gerade der osteuropäischen Partnerinnen deutlich gemacht. Und leider wurden wir gemeinsam mit diesen wichtigen Botschaften auch einer eigenständigen Sicherheitsarchitektur der EU, einer handlungsfähigen und einem auch Ernstnehmen von geopolitischen Gefahren und Risiken wie etwa Nord Stream 2 nur bedingt ernst genommen. Und wenn ich heute einen erneuten Aufruf von angeblich Friedensbewegten aus Deutschland sehe, die nichts anderes als die Akzeptanz der Macht des Stärkeren und die Unterwerfung gegenüber dem Aggressor Putin fordern, dann kann einem in der Mittagspause ein bisschen der Appetit vergehen. Und dann muss man sagen, der Einsatz für diese Sichtweise und für diese Perspektive ist lange nicht am Ende. Und den müssen wir weiter fortsetzen. Und umso wichtiger erscheint es jetzt, dass du, liebe Annalena, hier heute als deutsche Außenministerin stehst und als solche auch den nötigen Wandel in der deutschen Politik hin zur Verantwortung in Europa und der Welt prägst. Und wir freuen uns, dass du jetzt zu uns sprichst. Meine Damen und Herren, die Außenministerin Annalena Baerbock. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Hoffe, alle gut und satt aus der Mittagspause zurückgekommen. Liebe Imme Scholz, lieber Jan-Philipp Albrecht, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. 45 Sekunden. 45 Sekunden, um die Großmutter, die Tochter, den kleinen Bruder in Sicherheit zu bringen. 45 Sekunden, um sich unter den Küchentisch zu flüchten, weil der Weg in den Keller zu lang ist. 45 Sekunden, so lange dauert es, bis nach dem Warnsignal die russischen Raketen einschlagen. In Charkiw.
Wie einige vielleicht mitbekommen haben, war ich dort Anfang Januar und habe selber erlebt, was es heißt, 45 Sekunden. Nämlich, es wurde einem gesagt, Sie können dann einfach im Auto sitzen bleiben und zählen bis 45. Und dann wissen Sie, was passiert ist. Zum Glück ist offensichtlich bei uns nichts passiert. Aber das gilt nicht für die Menschen in Charkiw. Ich habe Wohnblocks gesehen, die wie Pappkartons zerdrückt waren. Ich habe einen Bürgermeister getroffen, in dessen Stadt mehr als 150.000 Menschen ihr Zuhause verloren haben. Ich habe Schülerinnen und Schüler in einer Wärmestube besucht, die dort Zuflucht suchen, weil die Kälte draußen unerträglich ist. Das ist Alltag in der Stadt, die seit Monaten einen Überlebenskampf führt. Eine Schülerin hat mir dort in dieser Wärmestube erzählt, dass sie früher Volleyball gespielt hat. Am liebsten 5 gegen 5. Aber in 45 Sekunden kann man sich nicht aus der Volleyballhalle flüchten. In 45 Sekunden schafft man es auch nicht, eine Schule zu evakuieren. Deswegen sitzen diese Schülerinnen seit Monaten zu Hause. Sie spielen kein Volleyball. Sie gehen nicht zur Schule. Sie gehen kaum raus. Sie warten und zählen immer wieder bis 45. Und der sehnlichste Wunsch dieser Schülerinnen und ihrer Mitschüler ist, endlich wieder zur Schule zu gehen. Endlich wieder Volleyball zu spielen. Endlich zu hören, dass dieser Krieg aufwirbt. Und das ist das, was mich jeden Tag antreibt. Seit einem Jahr tötet Russlands Krieg in der Ukraine täglich Menschen. Und dieser Krieg darf für uns niemals zur Normalität werden. Deswegen müssen und werden wir weiterhin sehen, was in der Ukraine passiert. Deswegen ist es für mich so wichtig, den Menschen dort zu sagen, sie können sich auf unsere Unterstützung verlassen. Denn genau das hat mich diese Schülerin am Ende unseres Gesprächs auch gefragt. Können wir uns auf euch verlassen? Und ehrlich gesagt zuckt mir bei solchen Fragen immer ganz kurz der Atem, weil ein Versprechen, das man gibt, das Ja heißt, das muss auch gehalten werden. Und wir wissen nicht, ob dieses Jahr ein paar Wochen bedeutet, ein paar Monate oder eben auch ein paar Jahre. Aber ich habe Ja gesagt, aus voller Überzeugung, weil es eben auch unsere 45 Sekunden sind. Und das ist für mich eine der großen Lehren aus dem letzten Jahr. Das Vertrauen unserer Partnerinnen und Partner in unser Land ist eine, aus meiner Sicht vielleicht sogar die wichtigste Währung deutscher Außenpolitik. Wir Deutschen werden nie vergessen, dass wir unser Leben in Frieden und in Sicherheit und in Freiheit nach der Wiedervereinigung, nämlich unseren Freundinnen und Freunden in der Welt zu verdanken haben, auf die wir uns verlassen konnten, auch wenn die Stimmung in ihren Ländern manchmal kippte. Und deshalb ist es heute an uns, Ihnen die Hände zu reichen und zu sagen, wir stehen an eurer Seite. Ihr könnt euch auf uns verlassen, auch wenn Debatten heftiger und härter werden. Denn in einer Zeit, in der in Europa ein Krieg tobt, ist dieses Vertrauen unsere gemeinsame Lebensversicherung. Aber dieses Vertrauen ist eben nicht selbstverständlich. Wir müssen es uns immer wieder neu erarbeiten. Und ich weiß, es ist jetzt nicht besonders originell, in einer Rede bei der Heinrich-Böll-Stiftung Heinrich Böll zu zitieren. Aber ich mache es trotzdem, weil er hat viele kluge Dinge gesagt, an die wir uns genau heute immer wieder erinnern sollten. Ich zitiere, Freiheit wird nie geschenkt, immer nur gewonnen. Und dieser Satz ist aktueller denn je. Denn die Ukraine verteidigt eben nicht nur ihren Frieden, dass Kinder wieder zur Schule gehen können, sondern eben auch die Freiheit. Frieden in Freiheit. Und dass das keine Selbstverständlichkeit ist und kein Automatismus, das sieht man im Nachbarland, das sieht man in Belarus. Dort muss man dieser Tage zum Glück nicht bis 45 zählen. Aber frei sind ganz viele dennoch nicht. Und deswegen ist dieser Satz von Heinrich Böll für mich jedenfalls auch eine Antwort auf diejenigen, die immer wieder sagen,
ja, dann lass doch die Waffen schweigen, ob nun die gesamte Ukraine ukrainisch ist oder nicht, sei es drum. Aber das würde eben auch bedeuten, dass diese Schülerin in Charkiw weiter bis 45 zählen muss, weil die Raketen aus Russland kommen und die Grenze eben nur 40 Kilometer weg ist und deswegen die Luftabwehr nicht wie an anderen Orten der Ukraine greifen kann. Das würde eben bedeuten, dass Kinder und Jugendliche in der Ostukraine, mit denen man noch nicht mal sprechen kann, weil man dort nicht hinreisen kann, die unter russischer Besatzung leben, dass sie eben nicht frei in Frieden leben würden. Und daher ist für mich eine Forderung nach einem Waffenstillstand, wo Waffenstillstand immer so einfach klingt, eben nicht automatisch Frieden und erst recht kein Frieden in Freiheit. Denn ein diktierter Waffenstillstand unter den jetzigen Bedingungen, wo ein Teil der Ukraine besetzt ist und weiter Raketen und Bomben fliegen, ein diktierter Waffenstillstand dient eben nicht dem Frieden in der Ukraine, sondern er dient der Unterwerfung der Ukraine. Denn die Abwesenheit von Krieg bedeutet nicht automatisch Frieden in Freiheit. Ein Diktatfrieden ist das Gegenteil von einem gerechten Frieden. Denn ein solcher Friedensbegriff, ein diktierter Frieden, akzeptiert das Recht des Stärkeren und tritt damit auch das Völkerrecht mit Füßen. Und daher ist aus meiner Sicht es so wichtig gewesen, dass wir im letzten Jahr gemeinsam auf der ganzen Welt darüber diskutiert haben, was bedeutet Frieden für die Ukraine. Und viele, die ich gesprochen habe, haben am Anfang gesagt, das ist euer Krieg, das ist euer Frieden, das ist Europa. Wo wart ihr, als wir euch gebraucht haben? Und diese Frage stimmt. Und diese Frage müssen wir uns immer wieder selbstkritisch stellen. Und nichtsdestotrotz habe ich immer wieder darum geworben zu sagen, ihr habt recht mit dieser kritischen Frage. Aber wem dient es, wenn wir Fehler der Vergangenheit jetzt erneut wiederholen, dass andere wegsehen, wenn das Völkerrecht mit Füßen getreten wird? Denn die Freiheit, sie wird niemandem auf der Welt geschenkt, sie muss immer wieder neu gewonnen werden. Und daher ist es so wichtig, dass wir in diesem Moment, in diesem bedrohlichen Sicherheitsumfeld, eben nicht nur in unsere europäische Sicherheit investieren, sondern vor allen Dingen auch in das Vertrauen unserer Freunde und Partner weltweit. Das gilt zuallererst für die Unterstützung für die Menschen in der Ukraine. Von Tag 1 seit Beginn des russischen Angriffskrieges waren wir für sie da mit humanitärer Hilfe, mit finanzieller Hilfe und mit militärischer Hilfe, aber eben nicht nur wir. So viele Länder aus der ganzen Welt. Manche haben das nicht kundgetan, weil sie Sorge hatten, dass sie dann andere Repressalien erleiden müssen. So viele Länder auf der ganzen Welt unterstützen die Ukraine militärisch, aber vor allen Dingen finanziell und humanitär. Und ja, es war richtig, dass wir uns mit unseren Partnern abgestimmt haben, dann im Januar auch Kampfpanzer in die Ukraine gemeinsam zu liefern. Und zwar nicht, weil wir Panzer toll oder erst recht nicht harmlos finden. Aber weil wir uns immer wieder fragen müssen, was wäre, wenn wir gewisse Entscheidungen nicht treffen würden. Wir haben eben auch eine Verantwortung für das Nicht-Tun. Und wir haben für uns entschieden, dass wir in dieser Situation, wie in den Monaten davor, denjenigen beistehen müssen, die ihre Freiheit verteidigen und die dem Wunsch dieser Schülerin, einfach wieder zur Schule gehen, gerecht werden wollen. Weil es das ist, was die Ukraine jetzt braucht und aus meiner Sicht auch das ist, was das internationale Recht von uns erwartet, verbrieft in der Charta der Vereinten Nationen. In dem Moment, wo der Sicherheitsrat mit seinen P5-Mitgliedern eben ausfällt und nicht für den Weltfrieden sorgen muss, ist es eine Frage für die Generalversammlung. Und die Generalversammlung hat diese Frage im März gemeinsam mit einer sehr, sehr großen Mehrheit beantwortet. Wir stehen auf der Seite des Völkerrechts. Wir stehen bei der Frage, wenn man sich entscheiden muss zwischen Recht und Unrecht, zwischen einem Aggressor und den Opfern, stehen wir auf der Seite des Rechts und auf der Seite der Menschen.
Denn wir akzeptieren nicht, dass in Europa oder anderen Orten der Welt Grenzen mit Gewalt verschoben werden und dass Millionen Menschen in unsagbares Leid zugefügt wird. Wir akzeptieren nicht, dass Wladimir Putin uns die Logik vergangener Jahrhunderte aufzwingen will, in der das Recht des Stärkeren mehr zählt als das Völkerrecht. Und das ist, und das war die brutale Lehre für viele andere Länder, leider auch auf der Welt, es ist keine abstrakte Angst, insbesondere nicht für Moldau und Georgien. Selbst in Armenien sieht man das als ganz reale Gefahr. Und auch an anderen Orten der Welt sieht man, dass wenn wir akzeptieren würden, dass ein stärkerer Aggressor seinen schwächeren Nachbarn überfällt, dann könnte kein Land auf der Welt zukünftig ruhig schlafen. Die Länder in der russischen Nachbarschaft hören daher sehr genau hin, wenn sie einen Satz wie von Wladimir Putin hören, nachdem der Zerfall der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen sein soll. Jan-Philipp Albrecht hat es gerade angesprochen, weil ein paar Dinge hat man vor ein paar Jahren gesagt, ist ja nicht so gemeint. Und jetzt sehen wir in der Ukraine, dass es genau so gemeint war. Und deswegen ist dieser Frage nach Vertrauen eben keine abstrakte Frage. Und deswegen ist das, was ich gesagt habe, wo man nicht einfach Ja sagen kann, sondern dieses Vertrauen, das erwartet nicht nur die Ukraine, sondern eben auch die Länder drumherum. Dieses Vertrauen muss auch in Zukunft gelten. Deshalb stellen wir jetzt gemeinsam mit unseren Partnern und Freunden in Europa unsere Sicherheit neu auf. Wir investieren massiv in unsere Sicherheit. Und ich glaube, das Wichtige, und das ist das, woraus ich jedenfalls immer Hoffnung schöpfe, ist, dass wir das nicht tun nach vielleicht manchen Logiken auch aus dem letzten Jahrhundert, zu sagen, das sind hier unsere westlichen Partner und Freunde. Für mich ist es nicht der Westen. Das kann jeder für sich selbst definieren. Aber ich bin 42. Ich bin nicht mit diesem Bild Osten und Westen aufgewachsen, sondern der größte Teil, und dafür kann man heute so dankbar sein, meines Lebens war in einem wiedervereinigten Deutschland im Herzen eines gemeinsamen Europas. Und daher ist für mich auch dieses Verständnis, wie wir uns neu aufstellen, eben nicht dieses G7, NATO und EU allein. Sondern der russische Präsident hat ja total darauf gesetzt, dass vielleicht die EU nicht beieinander steht, so wie wir uns vorher gestritten haben. Aber vor allen Dingen, dass dabei auch die OSZE, der Europarat, komplett auseinanderfliegen. Weil man davon ausgegangen ist, dann tun sich die EU-Staaten, dann tun sich die G7-Staaten zusammen und gucken, was sie so machen. Und dass das Gegenteil der Fall war. Und eine der wichtigsten Sitzungen, die medial die wenigste Aufmerksamkeit bekommen hat im letzten Jahr, war für mich das Treffen der OSZE-Außenminister. Dass dieses Treffen stattgefunden hat, das war zum einen eine kleine Sensation, aber dass bei diesem Treffen wir intensiv darüber gerungen haben, über die Frage, sind wir gescheitert oder sind wir nicht eigentlich enger zusammengewachsen? Und am Ende dieser zwei Tage das Ergebnis war, dass die OSZE weiterhin Bestand hat, dass sie, obwohl sie gar keinen Haushalt hat, weil Russland das blockiert, obwohl keine Gelder gezahlt werden können, zum Teil an die eigenen Beschäftigten und dann andere und zum Glück auch Deutschland einspringen, Missionen für andere Regionen in Europa auf den Weg bringt, um bei Grenzstreitigkeiten aktiv zu werden. Das zeigt doch, dass selbst unter der härtesten Attacke auf das Völkerrecht, auf unsere gemeinsamen Regeln, dieses Recht stärker ist. Wir müssen nur jeden Tag dafür eintreten und uns eben nicht einschüchtern lassen und nicht die gleichen Methoden wählen, sondern sagen, jetzt erst recht arbeiten wir zusammen für die Sicherheit gemeinsam in Europa. Deswegen ist für mich auch die große Aufgabe, und das ist ja die Jahresauftaktveranstaltung hier bei der Heinrich-Böll-Sitzung für die Diplomatie im Jahr 2023, dass wir dieses Verständnis, jetzt erst recht die internationale Zusammenarbeit zu stärken, jetzt erst recht das Völkerrecht zu stärken, zur obersten Aufgabe unserer Diplomatie machen. In den Ländern, die wegen ihrer Geschichte oder ihrer geografischen Lage besonders eng mit Russland verwoben sind.
Als ich im letzten Oktober nach Kasachstan gereist bin, habe ich mich dort mit meinem Amtskollegen in Astana getroffen, über einen Windpark gesprochen, den dort eine deutsch-schwedische Firma bauen will. Auf einer Fläche, im Übrigen so groß wie Brandenburg, ein Windpark. Solche Projekte sind essentiell für uns im Kampf gegen die Klimakrise. Sie erlauben es eben aber, gerade in diesem Moment, wo wir die größte Sicherheitskrise der Welt in diesem Jahrhundert, die Klimakrise, abwenden müssen, Kasachstan zu helfen, seine Wirtschaftskontakte zu diversifizieren und mit Windparks seine eigene Sicherheit zu stärken. Denn Kasachstan teilt mit Russland die längste Landgrenze der Welt auf über 7500 Kilometern. Fast die Hälfte aller kasachischen Importe kommen aus Russland. Und Astana war immer einer der engsten Verbündeten Moskaus. Aber der Krieg gegen die Ukraine hat eben auch dieses Vertrauen und damit diese Beziehung erschüttert. Als wir in den Vereinten Nationen den russischen Angriffskrieg verurteilt haben, da hat sich Kasachstan nicht auf die Seite von Russland geschlagen. Als Russland die Unabhängigkeit der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk erklärt hat, da hat Astana bei dieser Farce nicht mitgemacht. Denn klar ist auch dort, ein Land, das seine Nachbarn überfällt und Energie als Waffe einsetzt, dessen führende Politiker die Eigenstaatlichkeit Kasachstan öffentlich in Frage stellen, so ein Land ist kein verlässlicher Partner für niemand. Und das spürt man logischerweise nicht nur in Kasachstan. Deshalb ist es jetzt für uns so entscheidend, dass wir auch darüber hinaus anderen deutlich machen können, auch anderen außerhalb Europas, dass sie auf unsere Zusammenarbeit bauen können. Wir tun das in Europa, wie gesagt, mit Blick auf Kasachstan oder auch Usbekistan, wo wir neue Partnerschaften suchen. Wir sind da, wenn Länder wie Georgien, Moldau oder auch die Staaten des westlichen Balkans den Weg in die EU suchen. Wenn sie resilienter werden wollen gegen russische Desinformation oder ihre Infrastruktur gegen Hackerangriffe schützen wollen. Und auch das waren Momente in diesem Jahr des Schreckens 22 für mich, wo wir gesehen haben, dass wir sie trotzdem nutzen können, um uns gemeinsam zu stärken. Die Rolle zum Beispiel Bosnien-Herzegowina mit Blick auf Kandidatenstatus, aus meiner Sicht vor 3, vor 5 Jahren unvorstellbar, dass sich die EU gemeinsam einstimmig darauf verständigt. Und wir sind da, wenn sich in Bergkarabach ein Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien zuspitzt, der seit 30 Jahren riesiges menschliches Leid verursacht. Wir haben deswegen genau in diesen letzten Tagen gemeinsam als Gemeinschaft für Frieden in Europa beschlossen, dass wir eine neue EU-Mission dort auf den Weg bringen. Und es freut mich, dass ein deutscher Leiter diese Mission vor Ort anführt. Ich weiß, dass sich hier viele im Saal seit Jahrzehnten in der Region engagieren, mit Gesprächsformaten, mit Austauschprogrammen für Schulklassen, mit Spendensammeln, mit Menschenrechtsaktionen. Ihr, Sie alle haben so viel geleistet für die Zivilgesellschaften in diesen Ländern, mit denen wir jetzt genau in diesem Moment des Angriffskriegs unsere Zusammenarbeit ausbauen können. Und zwar ausbauen können, weil es ein stabiles Fundament dafür gibt. Die Büros der unterschiedlichen Stiftungen, gerade auch der Heinrich-Böll-Stiftung, sind für viele Menschen dort vor Ort ein zweites Zuhause der Demokratie und Freiheit geworden, wo diskutiert, gearbeitet, gelernt und zum Glück auch viel gelacht wird. Freiheit wird nie geschenkt, immer nur gewonnen. Dieser Satz treibt viele genau dort, aber eben auch viele von euch und Ihnen um. Und niemand weiß so gut wie ihr alle, worum es bei diesem Engagement geht. Um Millionen von Menschen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft zusammenzubringen. Und das ist auch das, was für mich die Außenpolitik leitet. Das sind nicht die Besuche zwischen Ministerinnen und Ministern in Hauptstädten, sondern das Ziel ist, Menschen zueinander, miteinander ins Gespräch zu bringen.
Und klar ist, diese Staaten repräsentieren Millionen von Menschen mit unterschiedlichen Geschichten und Traditionen, mit unterschiedlichen Träumen und Bedürfnissen. Und genau diese Vielfalt wollen wir stärker in den Blick nehmen. Es geht jetzt nicht darum, wenn wir sagen, wir verteidigen unsere Freiheit, unseren Frieden, unsere gemeinsamen Werte, dass wir alles plötzlich gleich machen müssen. Sondern es geht gerade darum, in unserer Vielfalt für das einzustehen, was uns alle verbindet. Weil wir Menschen sind. Weil wir alle von Frieden und Freiheit träumen. Und daher werden wir genau diese menschlichen Formate weiter stärken, mit der Zivilgesellschaft, aber gerade auch im Jugendbereich, zwischen den Schulklassen, zwischen den Universitäten und mit den politischen Stiftungen. Ich freue mich in diesem Sinne daher auch, dass wir letzte Woche im Bundeskabinett beschlossen haben, dass Robin Wagner, der hier vorne in der ersten Reihe sitzt, in Zukunft die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit der Republik Moldau, dem Südkaukasus und Zentralasien für die Bundesregierung koordinieren wird. Lieber Robin, deine Arbeit wird genau für diesen Ansatz stehen. Wir hören euch. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Und diese Botschaft werden wir gemeinsam insbesondere auch an die Zivilgesellschaft in Belarus und Russland senden. Gerade weil es momentan nicht möglich ist, in diese Länder zu reisen. Viele mutige Russinnen und Russen, die sich gegen diesen Krieg gestellt haben, sie sind nicht weg. Sie wurden zum Teil weggesperrt, aber sie sind da. Und sie brauchen den Dialog mehr denn je. In Belarus sind noch immer über 1.500 politische Gefangene in Haft, weil Lukaschenko sein eigenes Volk, wo zwar die Waffen schreien, unterdrückt. Für diese Menschen schaffen wir speziell zugeschnittene Gesprächskanäle und Projekte, die weder Putin noch Lukaschenko zerstören kann. Mit der russischen Zivilgesellschaft starten wir als Bundesregierung einen runden Tisch. Auch das nicht sonderlich originell, aber aus der Geschichte heraus erfolgreich, bei dem wir demokratische russische Kräfte im Exil zusammenbringen, damit sie weiter für ein freies, demokratisches Russland aktiv sein können. Dazu sind heute logischerweise, anders als vor 30 Jahren, neue Angebote nötig. Viel wichtiger als je zuvor sind in dieser Situation vor allen Dingen Visa, Stipendien und digitale Vernetzungsangebote. Gleichzeitig wollen wir auch darüber sprechen, wie wir die Zivilgesellschaft in Russland weiter unterstützen können. Allein dieses Jahr setzen wir nicht trotz, sondern gerade wegen des russischen Angriffskrieges über 50 Projekte um, an denen russische NGOs und Aktivistinnen beteiligt sind. Dabei spielen auch wieder die politischen Stiftungen eine wichtige Rolle. Die Zivilgesellschaft in Belarus unterstützen wir weiter mit unserem Aktionsplan, indem wir unabhängige Medien fördern, Schutzprogramme für Oppositionelle anbieten und vor allen Dingen auch, und das ist mir besonders wichtig, auch dort Menschenrechtsverletzungen des Regimes dokumentieren, um sie zur Anklage bringen zu können. Denn klar ist, wir werden die demokratischen Kräfte in Belarus und Russland nicht vergessen. Wir lassen diese Menschen nicht alleine. Auch dort sind Schülerinnen, die vielleicht nicht bis 45 zählen, aber die jeden Tag zählen, wann auch sie wieder in Freiheit leben können. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir in Zentralasien und im Südkaukasus um stärkeres Vertrauen werben, dann liegt das auch in unserem ureigenen Interesse. Denn wenn unsere Nachbarschaft nicht sicher ist, dann sind auch wir nicht sicher. Aber auch in Lateinamerika, Asien und Afrika sind wir als weltweit vernetzte Volkswirtschaften auf unsere Partnerinnen und Partner angewiesen. Auch das hat eben dieses letzte Jahr des Schreckens gezeigt. Wir können weltweit nur gemeinsam agieren. Und wir sehen, dass dort die Perspektive auf den russischen Angriffskrieg oft eine völlig andere ist. Das brauchen wir uns überhaupt nicht schönzureden.
Deshalb nützt es auch nichts, wenn wir dorthin fahren und sagen, folgt uns einfach, wir sagen euch schon, was ihr tun müsst. Damit haben wir keinen Erfolg. Und ehrlichkeitshalber würden wir das wahrscheinlich auch nicht machen. Worauf es ankommt, ist daher immer wieder aus meiner Sicht bereit zu sein, sich in die Perspektive des anderen zu setzen. Wenn ich eine militärische Abhängigkeit von 70% von Russland habe, dann kann ich eben nicht so einfach sagen, na klar, setze ich mal all eure Sanktionen um. Erst recht nicht, wenn an meiner unmittelbaren Grenze mich mein eigenes Nachbarland gerade bedroht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder bereit sind, die Sicht des anderen einzunehmen und zugleich nicht zu schweigen, wenn die Argumente ebenfalls eine Verachtung des Völkerrechts sind. Aber zum Glück ist das Gegenteil der Fall. Zum Glück kommen da oftmals die gleichen Fragen wie in Charkiw. Können wir uns denn auf euch verlassen? Diese Frage wurde mir auch in Sharm el-Sheikh auf der letzten Klimakonferenz gestellt, als wir für einen Fonds für Schäden und Verluste, Loss and Damage, der Klimakrise geworben haben. Und dann aber aus unserer Haltung heraus, jetzt schlagen wir es doch vor, jetzt sollten doch alle dankbar sein, überrascht waren, dass wir auf Widerstand gestoßen sind. Und ich habe eine Sitzung dort vor Augen, wo ich erst gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, wo europäische Länder dafür werben, dass wir mehr CO2-Reduktion machen, wo wir deutlich gemacht haben, wir wollen einen neuen gemeinsamen Fonds auflegen. Und dann sagt ein afrikanisches Land, nein, wir lehnen das alles ab. Und auf die Rückfrage, ja, aber dann gibt es ja gar keine CO2-Reduktion und dann gibt es ja gar keine finanziellen Mittel, gesagt wird, ja, aber ihr habt uns das schon viel zu oft versprochen. Und im Hintergrund eben der Punkt stand, dass andere Länder natürlich Druck ausüben, dass sie in einer Gruppe waren, was bisher ihre Gruppe der Solidarität und des Vertrauens war, der sie sich automatisch anschließen, weil in Krisen bisher diese Länder diejenigen waren, die ihnen zur Hilfe gekommen sind. Das heißt, wenn wir unsere Bündnisse ausweiten wollen, dann müssen wir uns auch immer wieder deutlich machen, dass wir dort nicht automatisch einen Vertrauensvorschuss haben. Und daher ist für mich bei der Frage der Friedenssicherung in Europa die Frage des Klimaschutzes so zentral. Nicht, weil ich eine Grüne bin, sondern weil die Klimakrise für viele, gerade der kleinen Länder auf dieser Welt, die ganz genau wissen, warum die Charta der Vereinten Nationen ihr Lebenselixier ist, es so entscheidend ist, dass sie wissen, wir nehmen auch ihre größte Sicherheitsgefahr, die Klimakrise, so zentral. Und wir können dieses Vertrauen aber nur erreichen, nicht wenn ich jedes Mal Ja sage, sondern wenn wir bei unseren Verpflichtungen, wie zum Beispiel bei den 100 Milliarden Dollar für die Klimafinanzierung, endlich dazu kommen, dass dieses Geld auch ankommt. Und für uns ist das als Bundesrepublik Deutschland eine zentrale Währung. Denn wenn wir uns aus Abhängigkeiten lösen wollen, wie wir uns gelöst haben aus der russischen Abhängigkeit von Energien und andere sich lösen wollen aus militärischen Abhängigkeiten in ihrer Region vor Ort, dann geht es natürlich, so ist das in dieser Welt, auch um finanzielle Sicherheit. Das eine ist das Militärische und zum Glück verbinden uns andere Länder nicht als große Militärmacht. Das heißt, in der Sicherheitsfrage sind im Zweifel andere gefragt. Aber uns verbinden Länder mit Verlässlichkeit, mit Vertrauen und Diplomatie und als viertgrößte Volkswirtschaft natürlich auch mit unseren volkswirtschaftlichen Fähigkeiten. Deswegen ist eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, nachhaltige Wirtschaftsbeziehungen sind in unserem ureigenen Sicherheitsinteresse mit diesen Ländern. Sie ergänzen unsere Entwicklungszusammenarbeit, unsere auswärtige Kultur- und Bildungsarbeit, die Arbeit der politischen Stiftung. Und deswegen ist es so wichtig, dass, wenn wir über Sicherheit sprechen, im erweiterten Sinne, zum Beispiel in der nationalen Sicherheitsstrategie, wir das eben als eine integrierte Sicherheit zwischen all diesen Feldern verstehen. Und dazu gehört eben auch die humanitäre Hilfe. Nicht nur im Angesicht dieser furchtbaren Katastrophe in der Türkei und in Nordsyrien. Und ich höre immer mal wieder, weil wir natürlich gerade auch in einer schwierigen, angespannten Haushaltslage sind und mitten in den Haushaltsverhandlungen, aber wenn wir doch die viertgrößte Volkswirtschaft sind,
Warum sind wir dann der zweitgrößte Geber? Da könnten wir doch super kürzen. Und meine Antwort darauf ist eine ganz simple. Weil Vertrauen als ein Land, was keine Militärmacht ist, aber eine große Volkswirtschaft, Vertrauen unsere wichtigste Währung ist. Und wenn wir in dem Moment, wo wir bei anderen darum werben, dass sie uns vertrauen sollen, wenn sie uns bei der Sicherung unserer europäischen Friedensordnung unterstützen, zugleich sagen, aber in eure Sicherheit, und ihre Sicherheit ist oftmals die Sicherheit vor der Klimakrise oder bei Katastrophen wie Erdbeben, die Sicherheit, dass die internationale Gemeinschaft hilft, wenn Menschen geborgen werden. Wenn wir in so einer Situation signalisieren, wir leisten nicht mehr die Hilfe wie in den vergangenen Jahren, dann genau ist dieses Vertrauen gebrochen. Und daher werbe ich so dafür, dass wir das Gegenteil tun. Dass wir eben verstehen, dass auch nach und mit dieser Zeitenwende die Frage von Sicherheit nicht plötzlich eine rein militärische geworden ist. Ja, wir müssen viel stärker in unsere Wehrhaftigkeit investieren, weil wir offensichtlich verwundbar sind und weil offensichtlich gerade ein zentrales Land auf dieser Welt sich nicht an internationales Recht hält. Aber genau so müssen wir eben auch in die integrierte Sicherheit investieren und die ist mehr als der Etat der Bundeswehr. Dabei ist für mich ganz entscheidend, dass wir mit unseren Partnerinnen und Partnern in Afrika, in Lateinamerika oder Asien eben faire und gute Angebote machen, die rein über die finanzielle Unterstützung in der Entwicklungszusammenarbeit hinausgehen. Weil die Länder wollen ja gar nicht Empfängerländer sein, sondern das, was sie wollen, ist, gemeinsam in ihre volkswirtschaftliche Entwicklung mit uns zu investieren. Und dafür braucht es faire Angebote. Dafür braucht es das Vertrauen, dass wir nicht Deals machen, sondern dass es langfristige Verträge sind, auf die sich beide Seiten verlassen können. Denn Vertrauen ist auch dort Ihre Lebensversicherung. Wenn der Meeresspiegel steigt oder wenn die nächste Dürre kommt oder die nächste Naturkatastrophe. Das Vertrauen auf dieser Welt ist essentiell. Und deswegen sind Partner auf dieser Welt essentiell. Und daher ist der Wunsch von uns allen, so vielfältig wir sind, eigentlich immer der gleiche. Darauf vertrauen zu können, dass uns in Notsituationen ein anderer hilft und sich nicht fügt, weil er Sorge hat, dass ein Stärkerer machtvoller ist. Das Vertrauen der Menschen in Kharkiv setzt voraus, dass wir weiter hinschauen. Das Vertrauen der Menschen in Warschau, in Tallinn und Vilnius setzt voraus, dass wir deutlich machen, wir stehen für ihre Sicherheit ein. Das Vertrauen der Menschen in Astana, in Neu-Delhi oder in Accra setzt voraus, dass wir substanzielle und faire Angebote für die Zusammenarbeit machen. Dieses Vertrauen ist nicht selbstverständlich. Wir müssen jeden Tag in dieses Vertrauen investieren. Können wir uns auf euch verlassen? Wenn wir investieren, jeden Tag in das weltweite Miteinander, dann werden wir es auch in Zukunft mit Ja beantworten. Dankeschön. Vielen Dank, Annalena Baerbock. Eine Ministerin hat ja einen sehr straffen Zeitplan und sehr viele Termine, aber dein Team hat gesagt, wir dürfen noch die eine oder andere Frage stellen und ich glaube, wir sollten uns diese Chance nicht nehmen lassen. Das heißt, wir dürfen 2 bis 3 Fragen stellen und ich bitte Sie jetzt, die Hand zu heben und wir fangen mit dem moldauischen Botschafter Czokoy an und genau, ich habe schon genug Hände gesehen. Herr Botschafter. Ja, guten Tag, Frau Bundesaußenminister. Ministerin, ich bin froh, dass Sie hatten mehrmals Moldau erwähnt in Ihrem Rede und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich dafür und meine Regierung ist sehr dankbar auch für die Verhältnis, was Deutschland
und Bemühungen, was Deutschland hatte, viel getan, insbesondere im letzten Jahr, in 2022, wo Moldau glücklicherweise zusammen mit Ukraine hatte die Kandidatenstatus für den EU-Beitritt erhalten. Jetzt ist unsere Turn, wir haben da jetzt zu liefern. Aber meine Frage besteht etwas in eine andere Richtung, nämlich zur europäischen Außen- und Sicherheitspolitik und Deutschlands inklusive. Seit berühmte Putins Rede bei Münchner Sicherheitskonferenz 2007 war leicht nachzulesen dazu, oder woher strömt diese Änderung des Rhetorik in Moskau. Inzwischen passierte Angriff in Georgien, danach Krim und Ostukraine und bis zum 24. Februar letztes Jahres. Meine Frage ist, wie schätzen Sie, hatte europäische Außen- und Sicherheitspolitik versagt bis zum 24. Februar oder nicht? Also offensichtlich hat die europäische Außen- und Sicherheitspolitik nicht dazu beigetragen, dass dieser Krieg verhindert wurde. Und ich teile ganz, was Sie gesagt haben, dass es Anzeichen dafür gab. Und Jan-Friedrich Albrecht hat eingangs ja auch ein bisschen angedeutet, dass auch wir hier in Deutschland, und wir sind ja eine Demokratie mit unterschiedlichen Meinungen zum Glück und unterschiedlichen Parteien, dass unterschiedliche Parteien, und meine Partei gehörte mit dazu, einzelne Punkte und Warnzeichen auch hier immer wieder deutlich gemacht haben. Aber aus meiner Sicht ist das jetzt vergossene Milch, den mit dem Finger darauf zu zeigen, wer wann wo in der Vergangenheit falsch gelegen hat, bringt nicht den Frieden in Russland, sondern wir müssen zwei Dinge tun. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir, und das ist eben die deutsche Zeitenwende, weil wir, so würde ich das jedenfalls sehen, selbstkritisch als Deutsche gewisse Warnsignale nicht nur nicht gesehen haben, sondern die Warnrufe von Ihrem Land oder auch anderen Ländern in den Wind geschlagen haben. Wenn wir zum Beispiel an Nord Stream 2 denken, haben wir eine besondere Verantwortung, eben jetzt zu handeln. Und das haben wir getan mit der Zeitenwende, und zwar nicht nur im militärischen Bereich, das möchte ich an dieser Stelle auch einmal sagen, sondern gerade finanziell, gerade humanitär. Gerade deswegen ist für mich dieser Punkt, warum man nicht sagen kann, gut, dann nehmen wir jetzt einen diktierten Frieden in Kauf, weil wir dann akzeptieren würden, dass Hunderttausende, Millionen in der Ostukraine eben weiter in Unfreiheit leben würden. Die ganze Frage von verschleppten Kindern. Wir wissen noch nicht mal, was eigentlich passiert ist, wo diese Kinder eigentlich sind. Und das ist für mich die Lehre dessen draus, dass wir in der Vergangenheit ja hier Fehler gemacht haben, dass wir mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine alles geben, damit die Ukraine wieder in Freiheit leben kann. Ihr Land, auch da haben wir heute ja alarmierende Nachrichten bekommen, Ihr Land in dieser Situation unterstützt wird. Deswegen war es mir persönlich so wichtig, direkt nach Ausbruch des Krieges in Moldau gewesen zu sein, die Unterstützungsplattform auf den Weg gebracht zu haben. Auch wenn wir wissen, wie viele Baustellen es nach wie vor gibt, weil die Destabilisierung natürlich an allen Ecken und Enden betrieben wird, das parallel zu fahren. Und das ist der zweite Teil, den hatte ich in meiner Rede gar nicht angesprochen, weil ich mich fokussieren wollte auf die Situation hier in Europa, die Lehren für andere Regionen dieser Welt zu ziehen. Und deswegen schreiben wir zum Beispiel eine China-Strategie, damit wir Fehler der Vergangenheit in Zukunft nicht wiederholen, zum Beispiel bei Abhängigkeiten, die einen vielleicht etwas blind werden lassen. Es gab eine Frage in der vierten Reihe. Die Frau in der vierten Reihe mit der Brille, bitte. Dankeschön, guten Tag. Vielen herzlichen Dank, Frau Außenministerin. Mein Name ist Natalia Prihornetska von der Allianz Ukrainischer Organisation. Und wie wir wissen, der russische Krieg in der Ukraine dauert seit 9 Jahren. Mit dem flächendeckenden Angriff kam es in Deutschland, in der deutschen Realität mehr an. Wir haben auch hier die Gefahr mehr gespürt. Und vielen Dank auch für all den Einsatz, den Deutschland auch gegenüber der Ukraine leistet und all die Hilfe. Ich habe eine ganz große Bitte eigentlich, und dann komme ich zu der Frage. Es passiert unglaublich viel, was Deutschland macht. Sowohl bei den Waffenlieferungen wünschen wir uns natürlich, dass es schneller geht, aber es passiert tatsächlich viel, auch im Bereich der humanitären Hilfe. Was in der Zivilgesellschaft tatsächlich aber nicht ankommt, ist eine klare Kommunikation darüber. Auch eine klare Kommunikation, warum es so wichtig ist, die Ukraine zu unterstützen und dass die Ukraine nicht die eigene Freiheit verteidigt, sondern auch die Freiheit unserer in Deutschland, in dem gesamteuropäischen Kontinent. Und meine Bitte wäre,
sowohl an das Außenministerium, aber auch insgesamt mehr einfach darüber in die Gesellschaft zu kommunizieren und das mehr zu erklären, damit es zugänglich auch für Menschen ist, nicht nur die hier im Saal versammelt sind, sondern generell die Menschen, die in Deutschland leben. Und genau, und Sie sprachen von dem runden Tisch, das Sie mit den Aktivistinnen und Aktivisten aus Russland und Belarus haben. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn so ein runder Tisch auch mit den zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren aus der Ukraine gäbe. Und wir bieten das auch sehr gerne an. Und meine Frage wäre, wir hatten heute von Herrn Rasmussen gehört, dass es dringend eine internationale Sicherheitsstrategie bedarf. Und ich frage mich, gibt es eine ganz konkrete Vorstellung, was die internationale Sicherheitsstrategie bedeutet? Eine klare Definition und Indikatoren, an denen wir das festmachen können. Danke. Ja, vielen Dank. Vielleicht angesichts der Zeit ganz kurz. Der erste Punkt ist nicht nur mehr als angekommen, sondern das sehe ich als Hauptbestandteil meiner Arbeit, immer wieder deutlich zu machen, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass ein Land 10 Autostunden von hier entfernt mitten im Krieg ist und dass es nicht zur Normalität wird und wir dann zu anderen Themen übergehen. Und mir ist mehr als bewusst, dass es deswegen auch so wichtig ist, dass immer wieder berichtet wird, was ganz konkret vor Ort passiert. Der zweite Punkt, der vielleicht damit reinspielt, ist, zum Glück können wir den Austausch mit der Ukraine, auch der Zivilgesellschaft, die nach wie vor ja in der Ukraine ist, weiter so fortführen, weil zumindest punktuell Besuche da sind. Und deswegen haben wir die Formate, das war ja der zweite Teil Ihrer Frage, unterschieden mit Blick auf die Länder Belarus und Russland, wo wir jetzt nicht ständig hinreisen können und werden, sondern unsere Arbeit hier vor Ort ganz anders steuern. Aber gerade auch die Zivilgesellschaft aus der Ukraine und gerade, weil fast 1 Million Menschen noch mal neu zu uns gekommen sind, die wird starker Bestandteil eben nicht nur von Robin Wagner sein, sondern des gesamten Auswärtigen Amtes. Und mit Blick auf den letzten Teil Ihrer Frage, mit Blick auf die weitere Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen, auch dafür werden wir intensivst einstehen und das gemeinsam mit unseren Partnern fortsetzen. Vielen Dank. Als ich das Angebot gemacht habe, Fragen zu stellen, gingen sehr viele Hände hoch. Und ich entschuldige mich jetzt schon bei den vielen, die ich nicht dran nehmen kann. Ich sehe hier einen internationalen Gast, weil er hatte Kopfhörer auf. Ich glaube, ich kenne dich auch. Du bist Benjamin Tallis, korrekt? Ich folge dir auf Twitter. Ich finde dich sehr interessant. Ich würde mich freuen, wenn du deine Frage in Deutsch oder in Englisch stellst. Feel free, wir haben Simultanübersetzung. Benjamin Tallis. Thank you very much. Vielen herzlichen Dank. Also ich existiere eigentlich nur auf Twitter. Vielen Dank für die nette Einführung. Ich nutze jetzt die Gelegenheit, auf Englisch eine Frage zu stellen, wenn das okay ist. Vielen Dank, Ministerin Baerbock, für die Rede. Es war wirklich großartig zu hören, dass das Vertrauen so relevant ist in Ihrer Vision für eine integrierte Sicherheit. Und ich möchte dazu noch etwas fragen. Wir sehen ja hinter Ihnen Sicherheit in Osteuropa und östliche Partnerschaft. Also die Versprechungen, die gemacht wurden gegenüber den mittel- und osteuropäischen Ländern, wurden zu oft gebrochen von der EU, von westeuropäischen Ländern. Und das Vertrauen wurde häufig, wie gesagt, nicht erfüllt. Und auch gegenüber der Ukraine war es hauptsächlich nur halbherzig. Glücklicherweise haben wir gesehen, dass es ein Erwachen gab in Bezug auf die Möglichkeiten, auch angesichts der Bedrohungen in der Nachbarschaft. Und ich frage mich, wie weit würden Sie gehen, um das Vertrauen gegenüber den Nachbarn wiederherzustellen, auch auf dem westlichen Balkan, aber natürlich auch, was die zentraleuropäischen Staaten angeht. Und wie geht es auch sieht es auch mit dem Vertrauen in uns selber aus, dass wir wirklich diesen systemischen Wettbewerb gewinnen können, dass man mehr in unsere politische Führung auch vertrauen sollte und dass wir das schaffen können. Vielen Dank. Thanks also for that question. Vielen herzlichen Dank für die Frage. Ich versuche jetzt zwischen den verschiedenen Dimensionen der Frage auch hin und her zu springen. Also zunächst einmal, und hier will ich jetzt nicht sagen, dass wir als deutsche Gesellschaft oder Politiker Fehler in der Vergangenheit gemacht haben, also mich nur darauf konzentrieren, sondern mit der Politik können wir nicht die Vergangenheit verändern. Wir können aus der Vergangenheit lernen, aber mit der Politik können wir die Zukunft gestalten. Deshalb ist es für mich so wichtig, dass
Ich sage, dass das, was wir aus der Vergangenheit lernen sollen, sehr relevant ist. Aber wir müssen uns natürlich auf die Zukunft konzentrieren, auch mit Blick auf das Vertrauen. Und ich glaube, dass wir auch verstehen müssen, und das waren eben ist ein Teil der Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, dass man denkt, dass das, was vor 50 Jahren funktioniert, auch jetzt funktioniert. Also insbesondere, was die Kooperation mit unseren direkten Nachbarn in Osteuropa, aber auch in Zentralasien angeht. Also da haben wir wirklich ganz andere Möglichkeiten, wenn wir uns jetzt die jungen und zukünftigen Generationen anschauen. Also ich komme immer wieder mit Frauen, mit Mädchen und StudentInnen zusammen. Auch im Klassenzimmern treffe ich Schülerinnen. Und viele JournalistInnen denken, da kommen viel einfachere Fragen. Aber nein, das sind eigentlich die viel härteren Fragen, weil die Perspektive einfach ganz anders ist. Als ich zum Beispiel in Kasachstan in einem Klassenzimmer war, und man weiß ja nie, was da für Fragen kommen, und wie die Beziehung zu Russland und so weiter aussehen. Und da war ein Mädchen, die hat sich solch große Sorgen gemacht. Und ich bin hier auch, also ich war da an einer russischsprachigen Universität und ich dachte, da gibt es ganz eindeutige Fragen. Aber das Mädchen hat gesagt, sie kann nur auf diese russischsprachige Universität gehen, weil es keine europäischen Universitäten dort gibt. Aber würde ein europäischer oder ein deutscher Arbeitgeber mich akzeptieren, wenn ich auf einer russischsprachigen Universität war? Das war also eine komplett andere Denkweise. Normalerweise, wenn ich nach Kasachstan gehe, dann sagt man, okay, man geht dahin, da gibt es Bergbau und Rohmaterialien, aber letztendlich müssen wir insbesondere investieren in die talentierten jungen Menschen. Und da geht es nicht nur um die Investition in die Köpfe und Industriebeziehungen, sondern natürlich auch um die Universitäten. Das haben wir auch in der Vergangenheit gemacht. Wir haben auch gedacht, wir bringen unsere eigenen Universitäten dorthin und dann können wir ihnen etwas über unsere Werte beibringen. Das haben wir in der Vergangenheit gedacht. Aber es geht ja nicht nur um die Werte, sondern es geht wirklich auch um Interessen. Denn wenn es natürlich nur 40 Universitäten in Russland gibt und nur eine halbe quasi europäische, dann ist das nicht in unserem Interesse. Dann geht es natürlich nicht nur um die potenziellen Arbeitgeber und auch um die, sondern auch um die Ängste dieser Studentin. Und man muss das wirklich verstehen. Das ist so relevant, wenn wir sagen, wir investieren eben auch in unsere Beziehungen, dass in Zentralasien und den westlichen Balkan und auch diese Spaltung, die häufig diskutiert wird, auf der einen Seite die Werte und da die Interessen, das ist meiner Meinung nach absoluter Blödsinn. Denn die Verteidigung unserer Werte, das ist ja Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Demokratie und so weiter, das liegt natürlich auch in unserem Interesse, auch in unserem wirtschaftlichen Interesse, denn unfairer Wettbewerb ist natürlich für niemand, für kein europäisches Land und kein europäisches Unternehmen gut. Und das ist also Teil unserer Strategie. Und wir konzentrieren uns dann eben mehr auf diese Länder, denn ganz offen gesagt, in der Vergangenheit war es so, dass wir uns nicht so stark auf diese Region konzentriert haben. Und ich denke, dass wir uns hier wirklich das Ganze detailliert anschauen sollten und auch offen sein sollten. Denn natürlich wird es auch Länder geben, Situationen geben, wo wir sagen müssen, okay, hier müssen wir jetzt stoppen. Das funktioniert einfach nicht. Wenn wir eine faire Partnerschaft haben wollen, dann geht das so nicht. Das kann jetzt keine voreingenommene Partnerschaft sein. Wir können nicht auf der einen Seite ein Freihandelsabkommen eingehen und auf der anderen Seite Abhängigkeiten haben beispielsweise. Also das ist auch eine der Lehren, wo wir nicht naiv sein dürfen. In einigen Bereichen werden wir einfach keinen Erfolg haben, ganz offensichtlich. Deshalb müssen wir uns dann auf die Bereiche konzentrieren, mit denen wir nicht nur Werte teilen, und zwar nicht nur westliche, sondern einfach die Werte des Völkerrechts und der Rechtsstaatlichkeit. Und das ist für mich einfach der wichtigste Aspekt. Super. Vielen Dank, Annalena. Das ist ein Applaus. Ich danke dir für deine Zeit. Und ich glaube, wir werden jetzt, du hast uns einige Hausaufgaben gegeben und wir werden jetzt einiges zum Reflektieren haben. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Vielen Dank, alles Gute. Ja, das war als eine Tour d'horizon durch viele Herausforderungen der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Und ich glaube, wir haben einiges aufzuarbeiten. Und dazu bitte ich jetzt auf die Bühne Jürgen Trittin, Justina Gotkowska, Sophia Besch und Garima Mohan.
Egal. So, bevor ich in die Diskussion mit den Panelistinnen und Jürgen Trittin einsteige, möchte ich Sie als Publikum mitnehmen. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, wenn Sie hier im Raum sitzen, dass Sie rote und grüne Karten haben. Und ich möchte damit vielleicht so die eine oder andere Frage an Sie stellen, die ich dann an die Panelisten und Panelistinnen weitergebe, einfach um ein Stimmungsbild zu haben. Gleichzeitig weiß ich, dass wir eben auch Zuschauerinnen haben, die draußen auf der Schäfchentreppe sitzen oder die uns im Livestream zugeschaltet sind und eventuell auch Fragen beantworten möchten. Die können, wenn Sie auf Twitter sind, diesen Hashtag anwählen, AUPO2023. Da ein bisschen scrollen, man findet dann das Referat Außen- und Sicherheitspolitik der Böll-Stiftung und da gibt es Fragen und da können Sie ebenfalls diese Fragen beantworten. Und ich würde gerne als erste Frage damit beginnen, mit etwas, was Annalena Baerbock angedeutet hat, als sie von Osteuropa und Mittelosteuropa gesprochen hat und angedeutet hat, wir müssen hier besser werden, genauer hinschauen, vertrauenswürdiger sein. Und was ich Sie jetzt gerne fragen würde, nach einem Jahr Ampelregierung, haben Sie das Gefühl, dass Deutschland gegenüber Osteuropa, ich formuliere das jetzt extra ein bisschen ungenau und dann kann Frau Gotkowska das präzisieren, besser aufgestellt ist als die Vorgängerregierung. Wenn Sie das Gefühl haben, wir sind auf einem guten Weg mit Osteuropa, Mittelosteuropa, dann heben Sie bitte die grüne Karte. Wenn Sie das Gefühl haben, wir sind noch nicht so weit, dann heben Sie bitte die rote Karte und ebenfalls, Sie können dann online abstimmen. Ich schaue mal in die Runde und es ist ein recht gemischtes Bild. Es ist interessant, es gibt ein paar rote Cluster, aber ich würde insgesamt sagen, dass Grün doch dominiert, aber nicht, sagen wir mal, eindeutig. Also Stimmung im Saal ist, wir sind in puncto Ost- und Mitteleuropa auf einem guten Weg. Und jetzt frage ich Justina Gotkowska, die stellvertretende Leiterin des Centers for Eastern Study in Warschau ist und immer einen strengen Blick auch nach Deutschland hat, aber der uns auch gut tut. Teilen Sie, was Sie in dem Raum sehen, dass auch im Lichte von der Rede von Annalena Baerbock, dass wir auf einem guten Weg sind in Bezug auf Ost- und Mittelosteuropa? Und wo sehen Sie noch Luft nach oben, Frau Gotkowska? Vielen Dank für diese Frage. Und ich würde gerne so mit einer strategischen Lage, wie die sich aus meiner Sicht stellt, anfangen. Aus Sicht der Ost-Mitteleuropa, und hier meine ich die EU-Mitgliedstaaten, Polen, Visegrad-Staaten, baltische Staaten, ist der Krieg in der Ukraine existenziell oder der Ausgang dieses Krieges existenziell und das ist auch entscheidend für die zukünftige europäische Sicherheit. Wenn die Ukraine verliert, wir sind in ein paar Jahren dran. Russland hat im Dezember 2022 zwei Vertragsentwürfe vorgestellt, in denen eine Einflusssphäre in Europa angestrebt wird. Und die dehnt sich nicht nur auf den post-sowjetischen Raum aus. Aus polnischer Perspektive, meiner Perspektive, stellen sich Fragen, ob die deutsche Politik sich strategisch, also im Rahmen der Zeitenwende, verändert hat. In Bezug auf Russland vor allem, in Bezug auf die Ukraine und in Bezug auf die Sicherheitspolitik im Rahmen der NATO. Und meine Antworten werden Sie gleich hören. Also aus meiner polnischen Perspektive, regionaler Perspektive, Russland muss diesen Krieg verlieren, politisch, wirtschaftlich, militärisch. Bis sich das autoritäre Regime in Russland nicht ändert, müssen wir aus Isolation
Sanktionen, Einhegung, Abschreckung setzen und vor allem auf den Sieg der Ukraine. Und hier sind die Waffenlieferungen entscheidend. Und Polen, andere ostmitteleuropäische Staaten haben wirklich sehr viel gemacht in diesem Bereich, um die Ukraine zu unterstützen, auf die Bestände, eigene Bestände in nationalen Armeen verzichtet, eigene Verteidigungsfähigkeit wesentlich geschwächt, um der Ukraine zu helfen, weil das für uns existenziell ist. Und jetzt stellt sich die Frage, wo ist Deutschland? Und aus unserer Perspektive ist die Antwort auf diese Frage sehr ungenügend. Also Deutschland könnte viel, viel mehr machen. Insbesondere in Bezug auf die Waffenlieferungen von schweren Waffensystemen. Also 14 Panzerhaubitzen, 14 Leopards, die noch nicht angekommen sind. Es ist zu wenig. Deutschland liefert viel im Rahmen von Luftverteidigung, von Logistik und Ausstattung. Aber Ukraine braucht viel, viel mehr. Und Deutschland als das größte Staat Europa und der EU könnte viel, viel mehr machen. Und die Frage ist, die sich stellt aus meiner Perspektive, auf welches Szenario Deutschland setzt jetzt in diesem Krieg. Ist es tatsächlich das Szenario, was Frau Baerbock beschrieben hat, also ein vollständiger Sieg der Ukraine? Oder ist das Szenario eher das Einfrieren des Konflikts, was leider in Zukunft zur Fortsetzung des Konflikts und zum weiteren Krieg führen kann? Und der zweite Bereich, das ist deutsche Ukraine-Politik. Und die Frage stellt sich, hat sich hier was verändert? Und aus unserer regionalen Perspektive, aus meiner polnischen Perspektive, die Ukraine muss mittel- und langfristig ein Teil des Westens werden. Die EU und die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist entscheidend. Sonst werden wir keinen Frieden in Osteuropa und darüber hinaus haben. Denn russische Versuche, ein neoimperiales Russland wiederherzustellen, werden ohne der ukrainischen Mitgliedschaft in der EU und in NATO kein Ende nehmen. Da fragt man sich in Polen, ob Deutschland auch ähnlichen strategischen Blick hat. Und meine Antwort ist nein. Aus unserer Perspektive, wenn die Ukraine kein Teil des Westens wird in den kommenden Jahren und sich in dieser Pufferzone weiterhin bleibt, dann bedeutet das nur Krieg in Europa. Krieg, weiteren Krieg, die über die Ukraine hinausgeht. Und der dritte Bereich, Sicherheitspolitik. Also wie ich gesagt habe, für Polen, für Baltikum, dieser Krieg ist existenziell. Das ist eine Zäsur. Wir haben verstanden, dass wir auch die Nächsten sein können. Und deswegen hat Polen und andere Staaten in der Region wesentlich in die Verteidigungsfähigkeiten und schnell investiert. Und da die Frage ist, wo ist Deutschland? Hat Deutschland einen ähnlichen Blick auf die Sicherheitspolitik und die Lage, in der wir jetzt sind? Und wenn wir auf die Modernisierung und die Reform der Bundeswehr hinschauen, und damit beschäftige ich mich auch in meiner Arbeit, da nach einem Jahr Krieg ist nicht viel passiert. Wir haben Sondervermögen, das von dem nicht viel Geld ausgeschöpft wurde. Es gibt nicht viele Modernisierungsprojekte, die angefangen wurden. Und mit 2% für die Verteidigung sieht nicht gut aus. Aber die wesentliche Frage für mich, die sich stellt, ist auch, wie geht es um die deutsche strategische Kultur? Also von dem, was ich höre, von den deutschen Politikern, ich höre viel von German Angst. Angst vor Krieg, vor Eskalation und wenig vom strategischen Denken. Und ich ende schon. Also ich beobachte die deutsche Politik und stelle fest, dass die Grünen viel weiter sind als das deutsche politische Mainstream, als die Bundesregierung insgesamt. Aber wenn ich
generell sagen würde, dann die Ostmitteleuropa wird in Deutschland, in Berlin schon wieder nicht gehört, leider. Okay, das waren kritische Worte, die wir gehört haben. Jürgen, ich bitte dich, das erstmal abzupuffern, weil es wird noch schlimmer. Du hast ja hier heute die Rolle als außenpolitischer Sprecher der Grünen und auch ein bisschen Vertreter und Erklärer der deutschen Außenpolitik, ein bisschen der Punching Ball zu sein. Und deshalb würde ich erstmal sagen, nach dem Friendly Fire aus Warschau, lass uns noch ein bisschen Friendly Fire aus Washington und Delhi dazunehmen und dann kannst du reagieren und die deutsche Außenpolitik erklären. Und damit würde ich gern zur zweiten Frage kommen, die ich auch erstmal dem Publikum stellen möchte. Wir gehen Richtung Washington und eine Frage, die uns im Kontext auch des Krieges in Osteuropa natürlich umtreibt, ist der, dass wir wissen, hier und heute haben im Wesentlichen die Vereinigten Staaten die Staatlichkeit der Ukraine gerettet und sind noch die entscheidende Ordnungsmacht in Europa und auch in Osteuropa. Aber die USA würden gerne den Stab an Deutschland als Lead Nation weitergeben. Ich weiß, du magst den Begriff Führungsmacht nicht, Sophia, deshalb nenne ich das Lead Nation. Aber die Frage ist, ist Deutschland heute in der Lage, als Lead Nation Ordnungspolitik in Osteuropa bereitzustellen oder hinreichende Stabilität? Wenn Sie finden, das ist der Fall, zeigen Sie uns eine grüne Karte. Wenn Sie sagen, wir sind weit davon entfernt, zeigen Sie uns eine rote Karte. Und ich sehe eine grüne Karte in einem Meer roter Karten. Und Sophia Besch, ich bitte dich, diese Frage kurz zu kommentieren. Sophia Besch ist arbeitet am Carnegie Endowment for International Peace in Washington und sie hat dort ein bisschen auch eine Funktion der Erklärerin der deutschen Außenpolitik und ist uns natürlich sehr verbunden, weil sie auch in unserem sicherheitspolitischen Arbeitskreis Forum Neue Sicherheitspolitik mitgemacht hat und mitmacht. Sophia, ist Deutschland in der Lage, Lead Nation für Stabilität in Osteuropa zu sein? Was ist deine Einstellung? Vielen Dank. Eigentlich brauche ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Es war ja ein eindeutiges Stimmungsbild. Aber ich gehe trotzdem vielleicht noch ein bisschen mehr in die Nuance. Das ist eine Frage, die ganz häufig gefragt wird in Washington. Die Frage nach dem Führungsanspruch und der Führungsverantwortung Deutschland. Und übrigens, ich finde es eigentlich ganz wichtig, dass wir das Wort Führungsmacht, Führung aussprechen. Ich habe nur gestern angemerkt, dass es häufig schwierig ist, im deutschen Kontext das überhaupt zu formulieren. Und ich glaube, das ist da, wo ich ansetzen möchte. Denn es besteht ja ein vermeintlicher Widerspruch zwischen dem deutschen Anspruch, nur in der Gemeinschaft, in der Allianz zu handeln und dem Anspruch einer Führungsmacht, einer Lead Nation. Und das begründet sich historisch. Ich glaube, das begründet sich auch aus dem deutschen Verständnis guter Politik, Gemeinschaft und in einer Allianz zu handeln. Jetzt hat aber ja der Kanzler immer wieder den Anspruch formuliert, dass Deutschland auch führend Verantwortung übernehmen will. Und auch wenn das in der Zeitenwende-Rede selbst noch gar nicht unbedingt auf dem Papier stand, leitet sich das ja doch ab davon, dass wir als größte Wirtschaftsmacht im Herzen Europas mit einem großen zukünftigen Verteidigungsbudget auch führend Verantwortung übernehmen. Ich glaube, die amerikanische Frage, es gibt so durchaus Verständnis in Washington dafür, dass die deutsche Definition von führen nicht die gleiche ist wie die amerikanische Definition. Ich glaube, es gibt nur die Hoffnung, dass wir diesen Anspruch, in der Gemeinschaft zu handeln, konstruktiv umsetzen und nicht restriktiv. Was meine ich damit? Man kann in der Gemeinschaft handeln verstehen als, ich warte erstmal ab, was die anderen machen. Man kann es aber auch verstehen unter diesem Begriff, den wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder hören, des Zusammenführens. Also nicht nur gemeinsam führen, sondern auch zusammenführen, eine Gemeinschaft, eine Allianz proaktiv formen und zusammenführen. Und da finde ich es wichtig, dass wir als Deutschland dann nicht nur nach Washington gucken, auch, und das ist verständlich, warum wir das tun, aber auch nach Europa gucken. Und vielleicht kommen wir in diesem Panel noch mehr zu der Frage der europäischen Handlungsfähigkeit. Da will ich gerne auch noch mehr zu sagen. Und da
anknüpfend an die Rede von Annalena Baerbock, geht es ganz viel, glaube ich, um Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit ist auch eine materielle Glaubwürdigkeit und baut sich auf Investments auf, auch in die militärische und sicherheitspolitische Kapazität Deutschland, überhaupt innerhalb der NATO das erfüllen zu können, was wir versprechen. Von dieser Glaubwürdigkeit kann sich überhaupt erst dieser Führungsanspruch, der zwar strukturell auf dem Papier vielleicht da ist, kann sich der überhaupt erst ableiten. Und das ist, glaube ich, auch die Erwartung in Washington, dass wir diese Investments in Zukunft tätigen. Denn, und da will ich enden, wir haben in Joe Biden einen sehr transatlantischen Präsidenten, der sich absolut Amerika als Ordnungsmacht, als disziplinierende, eigentlich ja Führungsmacht in der transatlantischen Antwort auf diesen Krieg sich eingebracht hat. Aber auch in Washington ist man sich dessen bewusst, dass das möglicherweise der letzte transatlantische Präsident sein wird. Und da geht es nicht nur darum, dass sich Amerika auch in Richtung Indo-Pazifik umorientiert, sondern es geht auch um einen Generationswandel in der amerikanischen Politik, die einfach nicht mehr so sehr nach Europa blickt. Und deswegen wünscht man sich, glaube ich, auch in Washington, dass Europäer sich dieser Verantwortung bewusst sind und langfristig jetzt schon daran investieren, dass wir in Zukunft gemeinsam und gemeinschaftlich europäischer handeln können. Vielen Dank, Sophia Bisch. Ich würde jetzt kurz den transatlantischen, euroatlantischen Raum verlassen und nach Asien schauen, weil, wie es oft so schön heißt, wenn man sich zu großen geopolitischen Fragen austauscht, die Musik im 21. Jahrhundert in der Geopolitik spielt in Asien mit zwei aufstrebenden Großmächten, China und Indien. Wir reden viel über China, wir reden aber sehr wenig über Indien. Und gleichzeitig lesen wir aber oft auch, dass in dieser neuen Gemengelage Indien potenziell der Schlüsselalliierte des Westens sein könnte, so wir das wollen, so wir das können. Und deshalb würde ich erstmal Sie fragen wiederum, eine Frage, nämlich haben Sie das Gefühl, dass die deutsche Außenpolitik verstanden hat, das Potenzial Indiens als Schlüsselalliierten des 21. Jahrhunderts. Wenn Sie, Annalena Baerbock war vor kurzem in Indien und Garima Mohan wird uns auch ein bisschen darüber erzählen. Aber haben Sie das Gefühl, dass wir, ich sage das mal ein bisschen salopp, Indien hinreichend auf dem Schirm haben? Wenn ja, grüne Karte, wenn nein, eher rote Karte. Und ich sehe erstmal mehr Rot. Einer hebt beide Karten hoch und sagt, ja, ein bisschen gemischt. Die Tendenz ist eher auf Rot. Garima Mohan, was ist dein Eindruck als Beobachterin auch wiederum der deutschen Außenpolitik, auch Erklärerin indischer Außenpolitik? Garima Mohan ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des German Marshall Funds. Und war, ich glaube, mit Annalena Baerbock in vor kurzem in Delhi. Wie sind wir gegenüber Ihnen aufgestellt, Garima? Thank you very much. Vielen herzlichen Dank und einen schönen guten Nachmittag. Ich dachte jetzt nicht, dass ich hier die Optimistin in diesem Panel sein muss, aber ich kann das gerne machen und lassen Sie mich die Sichtweise aus dem Indo-Pazifik mitteilen. Das ist wirklich sehr interessant, Ihnen allen zuzuhören im ersten Panel und jetzt auch im zweiten Panel und die europäischen Debatten zu verfolgen. Also ich frage mich, wie viele von Ihnen wussten, als die deutsche Regierung die indopazifischen Leitlinien vor einigen Jahren herausgegeben hat. Also ich glaube nicht, dass viele das wirklich bemerkt haben damals. Aber seit dem Krieg in der Ukraine habe ich das Gefühl, dass der Abstand zwischen dem Indo-Pazifik und Europa sich verkleinert hat. Und ich meine jetzt nicht den geografischen Abstand, sondern in Bezug auf das, was Ministerin Baerbock bereits angesprochen hat. Also es geht um Grenzstreitigkeiten, konventionelle Kriege und all dies. Das sind Herausforderungen, die wir im Indo-Pazifik hatten. Und wenn man sich jetzt die Beziehungen zwischen Asien und Europa anschaut, dann scheint Europa in einer postmodernen, postkonfliktiven Welt zu leben. Vielleicht stimmt das auch
nicht, aber so wurde das im Allgemeinen betrachtet. Aber der Krieg in der Ukraine hat auch und der Angriffskrieg Russlands hat natürlich neue Kommunikationskanäle sowohl für Asien gegenüber Europa, aber auch Europas gegenüber Asiens eröffnet, um sich besser zu verstehen. Und meines Erachtens hat Deutschland gute Arbeit geleistet. Und ich würde auch sagen, dass die Grünen hier besonders weit vorne liegen. Also nicht, weil ich jetzt hier bin, sage ich das, sondern auch wegen der Rolle, die die Ministerin gespielt hat beim Verständnis darüber, wie Russland uns herausfordert und wie die Beziehung zwischen Russland und China da hineinspielen. Also in Berlin waren viele Reaktionen langsam. Andere Hauptstädte haben die Komplexität dieser Herausforderung, die sich durch China gestellt hat, viel früher erkannt. Aber inzwischen sehen wir schnellere Reaktionen. Und was im Indopazifik passiert, wird natürlich klare Auswirkungen auf die Sicherheit und den Wohlstand in Europa haben. Schauen wir uns die Rolle an, die China in diesem Krieg spielt. Und schauen wir uns an, wie die Beziehungen zwischen Russland und China sich entwickeln. Und wie auch die russische Desinformation es schwierig für Europäer macht, Bündnisse in Asien aufzubauen. Dabei geht es nicht nur um Indien beispielsweise. Das ist bereits schwierig in dieser Hinsicht. Und die Ministerin hat jetzt auch die Abhängigkeiten durch Indien angesprochen, von Technologien und so weiter. Aber es geht hier auch darum, dass Europa Asien lange Zeit vernachlässigt hat. Und diese Lücke, dieses Vakuum wurde von Russland und China gefüllt. Also viele Länder denken, die NATO wissen nicht, was sie brauchen. Und Russland füllt dann letztendlich dieses Vakuum, auch durch Desinformation natürlich, aber auch wenn es um militärische Partnerschaften, um Infrastrukturaufbau geht. Wenn man da ist für die Länder, die Europa vernachlässigt hat, dann hat man Erfolg. Ich denke, Europa muss hier wirklich sich neu ausrichten auf den indopazifischen Bereich. Ich habe jetzt auch die richtigen Anzeichen gesehen. Ministerin Baerbock hat jetzt einige Male die Region schon besucht. Sie war auch in Indien, auch also im Dezember. Und es gab hier wirklich einige sehr gute Gespräche zum Thema Sanktionen, zielgerichtete Sanktionen, wie man Bündnisse zusammenbringen kann, was man öffentlich auch sagen kann und was vielleicht auch nicht. Und Kanzler Scholz wird auch noch in diesem Jahr nach Indien reisen. Das ist also ein guter Anfang. Aber wie Sie bereits angesprochen haben, häufig ist es so, dass die Debatten in Berlin sich nur um China drehen. Alle anderen Länder sind zweitrangig. Wir sprechen ja über die Diversifizierung weg von China. Aber was bedeutet das dann? Wir müssen also auch die Möglichkeit haben, die übrige Region zu verstehen. Und da setze ich noch ein Fragezeichen. Also ich hoffe, dass es noch weitere Experten in Berlin geben wird, die dann die gegenwärtige Politik verstehen und nicht nur die Politik in Indien, sondern auch andere Länder in der Region. Vielen Dank, Garima Mohan. Fragen, die ich jetzt hier im Raum gestellt habe, haben wir auch online gestellt. Du brauchst mir nur so ein Zeichen zu geben. Haben wir genügend Antworten oder wir warten noch ein bisschen? Okay, also für diejenigen, die uns online zugeschaltet sind, Hashtag auf Twitter gehen, das Referat Außen- und Sicherheitspolitik suchen und dann diese Fragen beantworten. Und wenn wir dann eine kritische Masse haben, vielleicht, Corinna, kannst du uns Rückmeldung geben. Dann kommen wir zu dir, Jürgen, außenpolitischer Sprecher der Grünen. Du hast jetzt eben so ein bisschen Feedback auch gekriegt, Friendly Fire aus verschiedenen Regionen. Ein Thema, was mir in allen drei Fällen aufgefallen ist, dass der Tenor ist, es bewegt sich was in Deutschland, sowohl was Osteuropa-Politik betrifft, als auch die Verantwortung im transatlantischen Kontext, als auch gegenüber Indien. Aber es ist doch relativ langsam. Und dieses Thema hatten wir auch schon heute Vormittag. Warum ist dieses Umschalten, obwohl wir von Zeitenwende reden, auf vielleicht eine gewisse Dringlichkeit. Warum dauert das alles so langsam? Oder teilst du diese Einschätzung, dass es in Deutschland alles relativ langsam dauert, bis man sich umschaltet und eben die geopolitischen Koordinaten neu justiert? Jürgen Trittin. Ich glaube, dass es ein Bestandteil der demokratischen Stabilität dieses Landes ist, dass es unter dem Grundgesetz plötzlichen Veränderungen sich resistent erweist und Veränderungen, die sie anscheinend langsam angreift, dafür aber umso nachhaltiger. Das ist einer der Gründe, warum in der aktuellen Entwicklung, die wir global beobachten, Deutschland, wer hätte das gedacht,
vor 70 Jahren, auch im Verhältnis zu den Ländern, die uns zur Freiheit befreit haben, heute als Hort demokratischer Stabilität gilt. Insofern sehe ich da erstmal gar keinen Vorwurf drin, aber würde dann trotzdem auch darum bitten, zur Kenntnis zu nehmen, was anders geworden ist. Und zwar für die Außenpolitik der Bundesregierung. Es ist ja jetzt populär geworden, immer den Kanzler und die Außenministerin gegeneinander zu stellen. Wenn ich mir das angucke, bis die letzten 16 Jahre war Ostasienpolitik China-Politik. Und für China galt, was der BDI will, das deutsche Außenpolitik. Da hat man keine Rücksicht auf europäische Partner genommen und der Rest Asiens spielte keine große Rolle. Wenn ich mir die Auslandsreisen, die Aktivitäten sowohl des Kanzlers wie der Außenministerin anschaue, hat die erste Reise den Kanzler nach Japan geführt, künftig unsere nächste Präsidentschaft bei den G7. Und die Art und Weise, wie er erst in Singapur und dann bei den G20 in Indonesien aufgetreten hat, war ein totaler Kontrast zu der alten Tradition deutscher Ostasienpolitik, die im Wesentlichen China-Politik war. Und dies hat was mit der Zeitenwende zu tun, nämlich mit der Erkenntnis, dass es zwar richtig ist, dass wirtschaftliche Verflechtung konfliktdämpfend wirken kann, aber einseitige Abhängigkeit etwas ist, was andere ermuntert, Konflikte zu verschärfen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, hier ist ein Punkt gefunden worden und baut sich auch aus über dieses Projekt Regierungskonsultationen mit Indien und Ähnlichem, die eine sichtbare Veränderung in der deutschen Ostasienpolitik beinhaltet. Dazu gehört es auch, dass diese Außenministerin daran arbeitet, eine neue China-Strategie zu formulieren. Die ist auch wieder öffentlich wahrgenommen. Ja, da sind die einen sind für Interessen, die anderen sind für Werte. Völliger Unsinn. Es geht darum, eine realistische China-Politik zu machen. Und eine realistische China-Politik muss die Gefahren für unsere Interessen, die resultieren aus dem sich verändernden autoritären Charakter Chinas, mit in Rechnung stellen, wenn sie denn eine gute Interessenpolitik sein soll. Also man kann nicht einfach sagen, uns interessiert nicht die Missachtung des Spruchs zum Internationalen Seegerichtshof, die Verletzung der völkerrechtlichen Verpflichtung, die China eingegangen hat in Hongkong, und wir setzen weiter auf Investitionssicherheit in China. Das ist der Kern, warum an dieser neuen China-Strategie gearbeitet wird. Und das ist auch der Grund, warum wir in einem Diskussionsprozess sind, hin zu einer neuen nationalen Sicherheitsstrategie. Annalena hat das hier, glaube ich, ganz gut umschrieben. Und ich würde auch die Mehrdimensionalität dieses Begriffes hier verteidigen. Es geht nicht darum, dass wir nicht wissen, dass in Deutschland lange Zeit sehr viel Geld für nichts ausgegeben worden ist. Anders kann man das nicht formulieren. Ich habe immer gesagt, mit einem Rüstungsetat, der fast so hoch ist wie der Russlands, mit dem Russland mehrere Kriege geführt hat, wir können nicht mal sozusagen unsere Soldaten in Litauen mit ordentlicher Unterwäsche ausstecken. Das ist irgendein Missverhältnis an dieser Stelle. Das wird nicht so schnell zu beheben sein, aber wir haben uns daran gemacht. Wir haben außerhalb des Haushaltes 100 Milliarden extra Schulden aufgenommen, schön Sondervermögen genannt, um diese Sachen nachzuholen. Aber wir sind auch gewahr geworden, dass Sicherheit in dieser Auseinandersetzung gerade mit Russland, und ich verwende bewusst an dieser Stelle das Wort Auseinandersetzung, mehrere Dimensionen hat. Nein, die NATO ist nicht in einer militärischen Auseinandersetzung mit Russland. Aber wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg mit Russland. Das muss man einfach so benennen. Wir befinden uns auch in einem Propagandakrieg mit Russland, systemisch und so weiter. Aber in dieser Auseinandersetzung wäre es völlig verkehrt, wie das jetzt zum Teil in der Regierung plötzlich gesehen wird, anders als in der Koalitionsvereinbarung, zu sagen, wir wollen diese zusätzlichen Ausgaben, die wir investieren müssen, in integrierte Sicherheit, dadurch ad absurdum führen,
dass wir nicht mehr investieren in zusätzliche Aufwendungen in Diplomatie, in zusätzliche Aufwendungen in Richtung Entwicklungszusammenarbeit und ökonomischer Kooperation. Herr Rasmussen hat ja ein Modell für eine Sicherheitsgarantie für die Ukraine vorgestellt. Dieses Modell beruht darauf, dass unter anderem die Ukraine in die Lage versetzt wird, eine international auf dem Niveau Israels fähige Rüstungsindustrie aufzubauen. Ja, in dieser Situation darüber zu reden, solche Mittel zu kürzen, würde diesem Begriff nicht gerecht werden. Was ich damit sagen will, ist die Frage, die gestellt worden ist, werden die Deutschen das liefern? Ist eine offene Frage. Ist eine offene Frage der Auseinandersetzung innerhalb der Regierung, ob wir es tatsächlich schaffen, unsere eigenen Ansprüche, nämlich den Anspruch auf der Verankerung einer Sicherheitsstrategie, die die Sicherheit des Lebens, die Sicherheit der Freiheit, die Sicherheit der Lebensgrundlagen ernst nimmt in einem Konzept, die darauf setzt, eine Strategie der Wehrhaftigkeit, der Resilienz und der Nachhaltigkeit tatsächlich dann auch materiell im Haushalt unterzubringen. Und das wird die spannende Auseinandersetzung dieses Jahres werden, an denen sich manche fragen, wie schnell das sein wird, beantworten wird. Schlicht ist das Geld da. Letzte Bemerkung. In einem Punkt, finde ich, sollten wir, gerade wenn wir unter dieser Überschrift diskutieren, auch mal ein Stück nach vorne gucken. Ich glaube, in einer Frage hat Russland schon verloren. Der Krieg in der Ukraine wird Russland dauerhaft massiv geostrategisch schwächen. Jeden Tag, wo dieser Krieg angeht, wird die Gefahr einer wachsenden Abhängigkeit von China größer werden. Und das ist der Grund, warum ich die Frage Führung vorsichtiger beantworten würde, als es da war. Nicht, weil ich sie nicht will. Ich habe jahrelang im Europäischen Rat gesessen als Umweltminister. Da hieß es dann immer, dass ihr Großen uns Kleinen nicht dominiert. Aber wehe, Frankreich und Deutschland hatten sich nicht geeinigt. Dann hieß es, ihr werdet eurer Führungsverantwortung nicht gerecht. Also mit dieser Dichotomie muss man klarkommen. Aber wenn das so ist und wenn das ist, was Sie gesagt haben mit Blick auf die USA, nicht nur Pivot to Asia, sondern das Ende des transatlantischen Honeymoons, den wir jetzt erleben mit der Biden-Administration, eine Rückkehr des Trumpismus, sei es in der Gestalt von DeSantis, dann wird es eine Aufgabe für Europa sein, zum Beispiel eine eigene Geostrategie zu entwickeln. In eigener Verantwortung. Das, und da bin ich dann Realist, wird Deutschland nicht alleine hinbekommen. Das wird Deutschland nur in Partnerschaft mit wichtigen europäischen Nachbarstaaten hinkriegen. Und deswegen verstehe ich den Anspruch an Führung immer als Anspruch an Führung im Rahmen der Europäischen Union. Vielen Dank, Jürgen. Wenn ihr reagieren wollt, könnt ihr auch so ein bisschen Handzeichen geben. Ansonsten würde ich gerne ein Thema anschneiden, das sehr stark in der Rede Annalenas präsent war, nämlich die Frage der Partnerschaften. Deutschland ist letztendlich auf starke Partner angewiesen, um sein globales Erfolgsmodell einer erfolgreichen Handelsnation weiterzuführen. Und da komme ich jetzt wieder, Garima Mohan, zur Frage von Indien, einem potenziellen Schlüsselalliierten. Denn eine Sache haben wir im Laufe dieser 23. Außenpolitischen Jahrestagung gesehen. Außerhalb praktisch unserer Komfortzone NATO, EU und vielleicht kann man noch drei ostasiatische Demokratien hinzurechnen, ist der Großteil der Staatenwelt, Deutschland und der EU und dem Westen, ein bisschen ambivalent eingestellt. Neugierig, nicht abgeneigt, aber tendenziell neutral. Wenn wir allerdings beispielsweise im globalen Süden Schlüsselalliierte brauchen, Partner brauchen, wie etwa Indien, aus deiner Perspektive, Garima, was müsste Deutschland tun oder wie könnten wir idealerweise auf ein Land wie Indien zugehen, um sie eben für eine umfassendere indopazifische Partnerschaft zu gewinnen? Thank you. I think one question. Ich denke, da ist ein Teil der Frage schon beantwortet worden von Herrn Trittin. Die
Asienpolitik war lange Zeit einfach China-Politik. Es ist einfach nicht eine Frage, wie können wir mit Partnern wie Indien arbeiten. Es ist einfach die Frage, warum haben wir Partner wie Indien so lange ignoriert? Frankreich hat es getan, die EU, Brüssel sind wach geworden. Großbritannien hat natürlich eine andere Beziehung zu Indien. Und in den letzten 5 Jahren haben wir gesehen, dass es eine sehr grüne strategische Partnerschaft und mit Niederlanden gibt, eine blaue Partnerschaft mit Dänemark, mit Finnland, mit dem Nordischen Rat. Also die europäischen Länder sehen Stück für Stück, wie wichtig und wertvoll es ist, mit Indien zu arbeiten. Deutschland war da immer noch langsam und zögerlich. Aber ich denke, es sind Schritte aufeinander zugemacht worden von beiden Seiten. Es ist ja nicht nur so, dass Sie interessiert sind an Indien, sondern Indiens diplomatische Investitionen in den Westen haben sich deutlich verstärkt. In den meisten deutschen europäischen Medien hören wir meistens etwas über die Indien-Russland-Beziehung. Aber ich lasse Ihnen mal ganz kurz einen Einblick geben in das, was Indien mit dem Westen macht. Die indischen Studenten möchten zum Beispiel an westlichen Universitäten studieren und sie möchten gerne im Westen studieren. Wir hatten übrigens mehr Studenten in der Ukraine als in Russland, als der Krieg ausbrach. Der indische Handel, hier wurden Freihandelsabkommen ausgehandelt und viele davon sind mit Ländern des Westens. Indische Unternehmen wollen mit den westlichen Wirtschaften arbeiten. Technologisch gesehen ist Europa der wichtigste Partner Indiens, damit wir unsere Waffenplattform, unsere Technologien, unsere militärische Ausrüstung diversifizieren. Indien schaut auf den Westen. Es gibt eine konzertierte Aktion, um Europa stärker einzubinden, um stärker mit den USA und mit anderen Partnern zu arbeiten. Natürlich gibt es da mit Europa immer noch ein gewisses Gepäck, dass Länder wie Russland ausgebeutet haben, das ja das antimilitaristische, imperialistische Narrativ ausbreitet. Aber Indien hat sehr, sehr versucht, Partner zu finden, hat verstanden, dass die Zukunft so aussieht für unsere Außenpolitik, stärker sich in den Westen als in den Osten zu bewegen. Die Zeit ist also die richtige. Warum nutzen wir diese Möglichkeit nicht? Ich war sehr froh, dass Außenministerin Baerbock in Delhi war. Dann hatten wir eine nuanciertere Diskussion. Es ging nicht so sehr darum, warum haben wir in der UNO-Abstimmung uns enthalten, sondern was kann Indien tun in der G20-Präsidentschaft? Was kann Indien tun in der Shanghai-Organisation, um die Kluft zwischen Westen und globalem Süden zu überwinden? Indien ist ein westsüdliches Land. Das ist ganz ungewöhnlich für ein Land, das immer seine Wurzeln hatte in der nicht paktgebundenen Bewegung, um zu sagen, wir wollen eine führende Rolle spielen, wir wollen die Kluft überwinden zwischen Westen und globalem Süden. Indien hat genau das gemacht am G20-Gipfel in Mali. Hier haben wir ganz klar eine Aussage getroffen zur Ukraine. Es gibt also die Möglichkeit, nicht einfach Neu-Delhi abzuschreiben, sondern zu schauen, wo können wir mit Neu-Delhi arbeiten, bei den wichtigen Plattformen wie der G20, sodass die Position auch in anderen Ländern des Südens verstanden wird. Und viele Länder des globalen Südens haben eine andere Position zum Konflikt. Partnerschaft mit Indien, die wir ausbauen könnten, sollten, wirft trotz allem für die grüne Außenpolitik ein Dilemma oder stellt ein Dilemma dar. Und ich würde das jetzt erstmal unter dem Überbegriff wertebasierte Außenpolitik stellen und dann euch auch dazu befragen. Warum ist es ein Dilemma? Weil ich würde sagen, die kalte geopolitische Vernunft legt nahe, dass Indien ein guter Partner wäre. Das wertebasierte Herz sagt aber, dass Indien momentan, freundlich gesprochen, von einer nationalistischen Regierung regiert wird, unfreundlich gesprochen von einer faschistoiden Regierung. Und das ist eine Spannung, die es vielleicht auch in geringerem Maße mit Polen gibt. Eine Partnerschaft, die wir ausbauen sollten. Justine, ich bin jetzt extra ein bisschen provokativ. Aber wo wir aus der Sicht einer grünen, wertebasierten Außenpolitik auch an Grenzen kommen,
wenn wir den engen Bereich der Sicherheitspolitik verlassen. Etwa wenn wir uns schauen, wie die polnische Regierung über LGBT-Rechte spricht, die uns Grünen wichtig sind. Ich glaube, ich habe euch jetzt alle ein bisschen provoziert und deshalb würde ich Justina, dich erstmal fragen, wie können wir eine deutsch-polnische Partnerschaft vertiefen in einer Zeit, wo wir beide bedroht sind, Polen mehr als Deutschland? Und wie gehen wir damit um, dass in Polen trotz allem außerhalb der Sicherheitspolitik Themen angesprochen werden, die, sagen wir, eine Ampelkoalition, die Feminist Foreign Policy in den Koalitionsvertrag schreibt, ein bisschen sich damit schwer tut, sagen wir mal so. Chris. Ja. Einfach sprechen. Okay. Danke für diese Frage. Also ich beschäftige mich vor allem mit Sicherheitspolitik. Vielleicht würde ich mich auf diesen Bereich konzentrieren und mal darüber erzählen, wie wir zu einer Partnerschaft in diesem Bereich kommen können. Ich glaube, für Polen also eine Voraussetzung für eine enge, wirkliche Partnerschaft in der Sicherheitspolitik ist eine implementierte Zeitenwende oder vielleicht in drei Vierteln, wenn nicht voll, in den Bereichen Sicherheitspolitik, Russland und Ukraine. Also die Realisierung, Implementierung der Modernisierung und Reform der Bundeswehr, das deutsche Engagement in der NATO, das zeigen, dass Deutschland die Sicherheit Europas militärisch ernst nimmt. Also ich stimme dem zu, dass die sicherheitspolitische die Auseinandersetzung mit Russland auch andere Dimensionen hat. Und hier der Beitrag Deutschlands ist auch wichtig. Aber aus unserer Perspektive, also diese harte militärische Sicherheit ist zurzeit das Wichtigste. Und hier müssen wir mehr machen, sowohl in der Region als auch in Deutschland. Und ich glaube, wenn Deutschland sich als verlässlicher Partner in den kommenden Jahren zeigt, viele hoffen auf den neuen Bundesminister Pistorius, dass er all diese schwierigen Themen wie Modernisierung, Reform, Engagement in der NATO an der Ostflanke anpackt. Also dann sehe ich also eine Möglichkeit oder vielmehr Möglichkeiten, um deutsch-polnische Zusammenarbeit in diesen militärischen Fragen im Bereich zum Beispiel auf militärische Präsenz in Litauen, in baltischen Staaten, mehr gemeinsame Übungen, mehr gemeinsame Zusammenarbeit in Bezug auf Luftverteidigung, das eigentlich schon zustande kommt in Südostpolen, also mit deutschen Patriot-Batterien. Also entscheidend wird auch, werden auch die Wahlen in Polen sein. Ich glaube, das polnische, die polnische Elite ist insgesamt skeptisch oder blickt insgesamt skeptisch gegenüber Deutschland und die Entwicklungen der Zeitenwende. Aber nach den Wahlen, abgesehen davon, welche Partei gewinnt und welche die Regierung bildet, wird sicherlich die Stimmung für mehr Kooperation in Deutschland, mit Deutschland in diesen wesentlichen sicherheitspolitischen Fragen möglich sein. Vielen Dank. Jürgen, ich würde gerne, dass du jetzt auf diese Fragen vielleicht kurz reagierst. Wir tragen ja diesen Begriff wertebasierte Außenpolitik vor uns her. Und in dem konkreten Fall beispielsweise, wir müssen unsere Kooperation, das deutsch-polnische Verhältnis stärken. Stört das die Tatsache, dass Polen eben, wie gesagt, eine Regierung hat, die in einigen Prinzipien, die uns lieb und teuer sind, nicht mit uns übereinstimmen? Oder sagst du, wie Frau Gotkowska, es gibt in dem engen Bereich der Sicherheitspolitik so ein breites Kooperationsfeld, dass wir da gut zusammenarbeiten können und für die anderen Dinge bleibt Zeit und Raum, die anderweitig zu lösen. Wie siehst du das, wie diese Dilemmata zwischen wertebasierter und vielleicht interessensbasierter Außenpolitik? Ja, ich persönlich bin ja eher jemand, der den Ausdruck bevorzugt, wertebasierte Realpolitik. Und ich weiß, warum.
Aber gerade weil ich das so sehe, würde ich deiner Insinuation, ich weiß, dass du auch nicht so gemeint hast, dass die polnische Regierung quasi faschistoid sei, der würde ich jetzt nicht beitreten. Will ich mal an dieser Stelle sagen, ist eine rechtspopulistische, eine nationalistische Regierung, die extreme Schwierigkeiten mit der Gewaltenteilung hat, aber den Begriff würde ich an der Stelle noch nicht verwenden. Und natürlich haben wir uns damit auseinanderzusetzen und vielleicht sollte man das gelegentlich auch im Kopf haben, wenn man über solche Sachen diskutiert, dass die polnische PiS Wahlkampf macht. In ihrer Klientel Wahlkampf zu machen, ist es gut und mobilisierend. Dieses mit Vorwürfen gegenüber Deutschland zu garnieren, da muss man zur Kenntnis nehmen. Da muss man auch eine gewisse Souveränität haben und das ein Stück an sich abperlen lassen und darf das nicht bedienen durch Aufgeregtheit, weil das würde das verstärken. Das Zweite, ich finde schon, dass man bei manchen Dingen als Deutschland auch gesinnig sagen kann, ja, wir haben viel Geld für wenig ausgegeben, wir haben ein undurchsichtiges Beschaffungswesen, wir haben einen Großteil unseres militärischen Materials nicht einsatzfähig. Ich will mal nur darauf hinweisen, bei der NATO haben wir 290 Leopard-Panzer gemeldet, die wir für die kollektive Bündnisverteidigung auch des polnischen Staatsgebiets zur Verfügung stellen würden. Und in Wirklichkeit sind gerade 100 einsatzfähig. Das ist sozusagen ein Stück des Problems, mit dem wir uns rumschlagen müssen. Das, was wir geerbt haben, womit wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Auf der anderen Seite, finde ich, kann man auch zur Kenntnis nehmen, dass Deutschland neben den USA, neben Großbritannien einer der drei großen Lieferanten von Waffen für die Ukraine gewesen ist. Dass Deutschland mit den Leistungen im Rahmen der European Peace Facility regelmäßig ein Viertel dieser nationalen Mittel, wohlgemerkt nicht europäischen Mittel, mitgeliefert hat. Und man kann auch zur Kenntnis nehmen, dass trotz der Ausrüstungsdefizite, die wir haben und der Fehlbedienung von Puma-Panzern, wir in Litauen und Ähnlichen mit entsprechenden Maßnahmen stehen. Ich halte mehr für möglich, auch für nötig. Aber das Bild, was dann gelegentlich gemalt wird, die Deutschen würden nichts tun und alle anderen würden viel tun, das würde ich dann an dieser Stelle relativieren, weil für die gesamteuropäische Sicherheit ist es schon ein kleiner Unterschied, ob Estland 3% seines Bruttosozialprodukts ausgibt oder Deutschland 2. Das macht für die Sicherheit Europas einen beachtlichen Unterschied. Letzte Bemerkung, weil auch hier die Frage mit den Werten. Ich bin dafür, dass wir, wenn wir über Werte reden, uns selber auch ein Stück ehrlich machen. Ich kann das am Beispiel Südamerikas, wo der Kanzler gerade war, wo viel Unverständnis gegenüber den Haltungen durchgehend linker Regierungen wie Brasilien und Chile, bei Argentinien bin ich mir nicht so ganz sicher, da ist, was die Haltung angeht oder auch im Verhältnis zu Indien. Wir haben eben nicht eine Welt, die nur aus Ost und West besteht. Es gibt vier Himmelsrichtungen. Und diese vier Himmelsrichtungen haben alle ihre eigene geschichtliche Erzählung. Und es ist einfach nicht wahr, dass im Verhältnis zum Süden Europa und die USA immer eine wertebasierte Politik betrieben haben. Im Gegenteil. Das kann man in Lateinamerika sehen. Es gibt auch keinen Unterschied oder keinen qualitativen, der zum Beispiel Demokratien hindern würde, kolonial zu sein. Die indische Unabhängigkeit ist gegen die Westminster-Demokratie erkämpft worden. Und das, glaube ich, werden wir im Kopf behalten müssen. Und das macht die Schwierigkeit aus, wenn wir jetzt sagen, wir möchten, dass Länder wie Brasilien, wie Indien, die bei allen Problemen, die Indien hat, aber eben keine, und von mir aus auch noch nicht, Autokratien, nicht Diktaturen sind, sondern die wir als Bündnispartner für eine Interessenpolitik gewinnen können, dann müssen wir, was die eigene Werteverpflichtetheit ein, auch die Ehrlichkeit haben, dass wir lange Zeit mit Double Standards gearbeitet haben. Ich sage das nicht, weil ich damit heute irgendeine Politik verhindern will, sondern weil man das im Kopf haben muss, wenn man mit diesen Ländern Partnerschaften eingeht, weil in deren kollektiven Gedächtnis existiert diese Realität.
Wir haben lange Doppelstandards gehabt, aber damit implizierst du ja, dass wir uns irgendwie gebessert haben und wir heute doch so Ansätze einer wertebasierten Außenpolitik haben. Ich bin da eher so jemand, der voller Optimismus ist, dass man sich bessern kann. Und ich sehe diese Regierung, die den Versuch hat, sich auf den Weg gemacht zu haben. Ich verspreche da nichts. Diese Frage würde ich aber gerne das Publikum stellen, weil die haben wir auch, glaube ich, bei unseren Twitter-Fragen angeboten. Finden Sie, dass Deutschland eine wertebasierte Außenpolitik hat? Wenn ja, zeigen Sie uns das Grüne. Wenn nein, zeigen Sie uns die rote Karte. Und ich bin sehr gespannt. Es ist ein sehr gemischtes Bild. Hier eher grün. Doch, nee, grün überwiegt. Das heißt, wir haben doch irgendwie Anzeichen einer wertebasierten Außenpolitik. Ich schaue jetzt kurz mal die Corinna an. Gibt es interessante Rückmeldungen aus dem Internet, die du mit uns teilen möchtest? Oder? Okay, sollen wir dir ein Mikrofon bringen? Oder denkst du, es ist zu wenig? Es ist zu wenig, okay. Heute Vormittag war es besser. Gut, liegt auch am besseren Moderator. Sophia, du wolltest zu dem Thema noch was sagen. Ja, ich glaube, zu Werte und Interessen ist jetzt viel schon gesagt worden. Ich glaube, ich bin da bei der Außenministerin, dass wir diese Frage vielleicht in diesem Widerspruch nicht mehr stellen sollten, sondern dass man beides verfolgen kann, eine interessen- und wertebasierte Außen- und Sicherheitspolitik. Ich würde noch ganz gerne was zur Beschaffung sagen, weil das aufgekommen ist. Und ich bin da ganz bei Herrn Trittin. Ich glaube, dass die Reformen wahnsinnig notwendig sind. Ich sehe Sarah Nani im Publikum und freue mich sehr über die Arbeit, die der Verteidigungsausschuss da macht und die Transparenz und der Druck, der da jetzt dahinter ist, dringend notwendig, seit Generationen von VerteidigungsministerInnen dringend notwendig und eine Riesenaufgabe, die wir echt nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten, wenn wir das langfristig die Zeitenwende auch militärisch umsetzen wollen. Ich glaube, dass es wichtig ist, die europäische Dimension hier auch mitzudenken, denn wir haben das Risiko, dass wir jetzt eine Verteidigungsausgaben-Shopping-Bonanza haben. Alle EU-Mitgliedstaaten haben ihre Verteidigungshaushalte oder fast alle angehoben. Das ist auch richtig so. Die Problematik ist, dass wir gerade das Risiko haben, dass wir in 5 Jahren genau da wieder sind, wo wir vor dem Kriegsausbruch waren, nämlich ein nicht interoperables europäisches Streitkräftefeld. Alle geben das Geld für unterschiedliche Systeme aus. Wir geben es alles doppelt aus. Wir haben die aus der Krise nicht gelernt. Und das Risiko ist gerade absolut da. Und das ist das langfristige Risiko. Kurzfristig ist das Risiko, dass wir jetzt viele Gelder ausgeben und dass wir das Risiko des sogenannten Crowding-Out-Effekts haben, dass nämlich die kleineren ost- und mitteleuropäischen Frontstaaten, die am meisten betroffen sind von dieser Krise, womöglich nichts abbekommen am globalen Rüstungsmarkt. Und deswegen ist es so wichtig, dass auf europäischer Ebene da gerade koordiniert wird, was die Beschaffung angeht. Und dass in der Beschaffung, da gibt es durchaus Vorschläge von der Kommission und vom Europäischen Parlament, wie man das finanziell Anreize schaffen könnten, dass wir mehr europäisch beschaffen und das besser koordinieren. Und letzter Punkt dazu, da muss auch die Ukraine, Moldau, Georgien mitgedacht werden. Wenn wir jetzt gemeinsam europäisch beschaffen, dann müssen wir schon jetzt an die Interoperabilität mit den Streitkräften und mit der Rüstungsindustrie aus diesen Ländern denken, bevor sie Mitgliedstaaten sind. Denn was wir jetzt beschaffen, das ist das, was wir in 10 bis 15 Jahren nutzen. Das wollte ich gerade nur noch zur Beschaffung anmelden. Justine, ich habe gesehen, du würdest gerne reagieren. Bitte kurz, weil ich möchte jetzt auch das Publikum einbinden für die letzte Viertelstunde. Bitte, Justina. Ja, danke. Ich wollte nur ein paar Worte sagen über die Kritik, die aus Polen an Deutschland gerichtet wird. Weil ich oft höre, das ist ein Element der polnischen Wahlkampagne, das ist Peace-Propaganda und manchmal werde ich auch eine Propagandistin bezeichnet, auf Twitter vor allem. Und das stimme ich. Und wenn man so diese Kritik einstuft, wenn man eine solche Einstellung zu dieser Kritik hat, zu der strategischen Lage und wie man aus der Region auf Deutschland blickt, nicht nur, dann hat man einen verstellten Blick darauf, wie Deutschland in der Region und in Europa gesehen wird in diesem Krieg.
Und ich warne davor, solche Kritik nur mit Peace-Propaganda abzustempeln, weitere Teile der polnischen politischen Landschaft sehen die deutsche Politik auch so. Das ist, diese Ansichtsweise ist auch verbreitet im Baltikum und in nordischen Staaten. Hier, also meine Kritikpunkte, ich glaube, wir reden manchmal auch nebeneinander. In Deutschland weicht man diesen strategischen Fragen, die ich gestellt habe, gerne aus. Und dann spricht man lieber über Defizite in der polnischen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und ich finde, das ist voll unfair und trifft die Sache und ist voll daneben, wenn wir über wichtige strategische sicherheitspolitische Sachen reden. Vielen Dank, Justina. Genau, wir haben jetzt noch eine knappe Viertelstunde Zeit. Ich sehe schon hier eine Hand, die nach oben geht und hier ebenfalls. Also erstmal den Herrn hier, dann würde ich Michaela Schreier nehmen und dann gehen wir hier rüber. Bitte. Und ich würde sammeln, ja, für euch. Sama'i Salim ist mein Name, zwei Bemerkungen. Amerika war nicht ein globaler Richter. Amerika war ein globaler Sheriff. Jetzt meine zweite Bemerkung. In Foreign Affairs, Robert Kagan, auf Ausgabe Mai, Juni 2022, schreibt Pearl Harbor, 7. Dezember 1941, Day of Shame, die Attacke von Japan an Pearl Harbor, 9-11 und Ukraine sind eine Konsequenz, Preis der Hegemonie. Sie sind nicht, was wir sagen und hören jeden Tag. Was sagen Sie dazu? Vielen Dank. Michaela Schreier in der ersten Reihe. Ja, eine kurze Frage zu der Koordination im Beschaffungswesen innerhalb der EU. Eine Frage an Frau Besch, wie würden Sie es denn bewerten oder wie bewerten Sie es, dass Polen sich jetzt entscheidet, seine Leopold-Panzer an die Ukraine abzugeben und stattdessen Abrams zu kaufen? Vielen Dank. Ich sehe Hände, die hochgegangen sind, die bereits gesprochen haben. Deshalb würde ich Sie bitten und danach dürfen Sie eine Frage stellen. Und vielleicht in der nächsten Runde. Sie waren schon mal dran. Aber Sie waren schon mal dran. Ja. Die Frage heute wäre Vormittag. An... Bitte. Danke. Frage wäre an Herrn Trittin wahrscheinlich, weil er sich auskennen soll. Und das ist anknüpfende Frage, die von Herrn Botschafter war, dass es gab viele Fehler in deutschen Außenpolitik, ja. Und meine Frage wäre es, ob es politischen Willen gibt, eine Enquete, Kommission zu machen zur Aufklärung der deutsch-russischen Politik. Weil, dass man aus Fehlern lernen soll und künftig die nicht machen, ist ein bisschen nicht zufriedengestellt, bin ich geblieben. In diesem Kontext würde ich gerne wissen, ob diesen Willen gibt, dass die Menschen, die 9 Jahre diese Politik gemacht haben, dass sie auch Verantwortung und noch was dafür tragen werden. Danke. Vielen Dank. Letzte Frage in der ersten Reihe und danach Abschlussstatement am Podium. Bitte sehr. Vielen Dank. Ich würde gerne meine liebe Freundin Garima Mohan eine Frage stellen. Ich war vor kurzem in Washington und mir hat man in Washington gesagt, dass unter normalen Umständen natürlich Indien sehr schwierig ein Partner sein könnte, weil auch in der Ukraine spielt Indien eine sehr doppeldeutige Politik. Sie kaufen sehr günstig russisches Gas, verkaufen es zu sehr überteuerten Preisen dann an uns westliche Staaten weiter. Es gibt den sehr starken Hindu-Nationalismus. Die Hindu-Rasse wird über anderen Rassen gestellt. Das ist ja gerade bei uns Deutschen ein sehr problematisches Feld. Dennoch sagt man in Washington im Sinne einer real basierten Werte, weniger Wertepolitik, sondern einer Realpolitik, ist Indien eher ein strategischer Counterbalance gegenüber China. Sollten wir Deutschen und Europäer das auch so sehen, dass Indien eigentlich innenpolitisch ein sehr schwieriger Partner ist, wo die Presse sehr stark unterdrückt wird? Das hören wir auch von deutschen Südasien-Korrespondenten.
wo es sehr große Probleme mit Minderheiten gibt, wo es ein wirklich faschistisches Regierungssystem gibt, sollten wir dennoch sagen, einfach um China in Schach zu halten, vernachlässigen wir das alles und sehen Indien trotzdem als Partner? Das wäre meine Frage. Danke. Wunderbar. Ich würde sagen, wir machen eine Abschlussrunde. Garima, wir fangen bei dir an und Abschlussstatement eine Minute. Garima Mohan, bitte. Thanks, Ahmed. Vielen Dank, Ahmed. Ich denke, das ist eine Frage, die ich eigentlich schon die ganze Zeit, seit 10 Jahren, die ich jetzt in Indien, zu Indien arbeite und auch in Europa arbeite. Also diese Gegenposition, sollten wir uns dort engagieren oder gar nicht, ist eine falsche Aufstellung. Viele Länder im Indopazifik sind keine perfekten Demokratien. Die haben keine perfekte demokratische Vergangenheit und keine perfekte Menschenrechtsbilanz. Und wir haben das ja auch schon angesprochen, das gibt es hier in Europa auch nicht notwendigerweise. Das heißt, ich denke, dass man natürlich nicht ignorieren sollte, was in Indien passiert. Die EU und Indien haben ihren Menschenrechtsrunden Tisch gerade wieder erneut ins Leben gerufen. Indien hat sich auch an den Westen gewandt. Das ist einfach eine Möglichkeit, auch zusammenzukommen und auch schwierige Fragen zu stellen. Die Vereinigten Staaten machen das. Wie Sie ja gesagt haben, China ist eine größere Herausforderung. Und wir können ja einfach eine andere Haltung einnehmen. Also diese Gegenüberstellung, wir sollten nicht mit Indien arbeiten, finde ich sehr schwierig, weil wo war das mit China? Also zwei falsche Dinge machen das Ganze ja nicht richtig. Also wir sollten daraus lernen, was haben wir mit China gemacht oder auch im Falle Russlands in der Vergangenheit gemacht. Wir sollten aber verstehen, dass es eben nicht so schwarz und weiß ist. Diese Länder haben eine reiche Kultur, natürlich auch Probleme mit der Demokratie, das wissen wir. Wir arbeiten daran und die Menschenrechtsgruppen würden sich sicherlich über die Unterstützung von Regierungen freuen. Und die Böll-Stiftung macht da auch schon Großartiges. Also damit würde ich gerne enden. Also diese Schwarz-Weiß-Malerei, das ist jetzt nicht so das, was ich befürworten würde. Die du jetzt gerne ansprechen darfst. Genau, also ich kann das total gut nachvollziehen, warum Polen diese Entscheidung getroffen hat. Aus drei Gründen. Einmal ging es um die schnelle Bereitstellung von Equipment, was notwendig war, dringend. Dann ging es um die Partnerschaft und die Sicherheitsgarantien, die man sich erhofft von den USA, indem man dieses Equipment kauft. Und dann geht es darum, dass in Europa das Projekt des Main Ground Battle, also des nächsten europäischen Panzers, des Nachfolgers des Leopards, bis jetzt von Frankreich und Deutschland verfolgt wurde und Polen in dieses Projekt in den letzten Jahren nicht aufgenommen wurde. Das heißt, aus polnischer Perspektive ist es absolut rational und logisch, nicht alle Eggs in the European Basket zu legen. Denn es gibt ja verschiedene Gründe, warum Länder nicht gemeinsam beschaffen. Da ist der eine Grund ist der finanzielle Aufwand und der bürokratische Aufwand. Und da kann die EU ansetzen. Da kann man finanzielle Anreize setzen, versuchen zu streamlinen, versuchen die Bürokratie ein bisschen runterzufahren, wenn Länder gemeinsam beschaffen, gemeinsam Capabilities herstellen, gemeinsam einkaufen. Aber es gibt auch noch andere Gründe, warum Länder das nicht tun. Ein Grund ist der Grund, dass man Sicherheitsgarantien möchte mit Partnern wie Amerika. Es gibt den Grund, dass man off-the-shelf High-Tech lieber kaufen möchte, als europäisch zu entwickeln. Das sind Gründe, die man nur mit einem Ändern im politischen Willen angehen kann. Das geht nur auf Member-State-Ebene. Das geht nicht. Die EU kann dann nicht in das nationale Rational eingreifen. Sie kann nur versuchen zu helfen. Ich hoffe, dass mit der veränderten Sicherheitslage und dieser Erkenntnis, die wir jetzt über den ganzen Tag immer wieder gehört haben, dass nicht nur die Sicherheit der Ukraine, sondern die Sicherheit von ganz Europa angegriffen wurde, langfristig, dass mit dieser Erkenntnis sich langfristig auch der politische Willen in Mitgliedstaaten ändern wird und wir erkennen, dass wir langfristig in unsere eigene Verteidigungsfähigkeit investieren müssen. Das ist meine Hoffnung. Justine, hast du was hinzuzufügen zu dieser polnischen Beschaffungsfrage? Ja. Polen hat an die Ukraine 300 ungefähr postsowjetische alte Panzer abgegeben. Jetzt wird ungefähr 100 modernisierte postsowjetische Panzer liefern und fängt an mit der mit den Leopardenlieferungen 14 zurzeit.
Norwegen hat vor kurzem angekündigt, 54 Panzer, Leopard 2A7 Panzer in Deutschland zu bestellen. Und die, der Lieferfrist ist 2026 bis 2031. Und was bedeutet das für Polen? Also die polnische Entscheidung war klar. Also wenn der Ukraine verliert und wir dran sind in kurzer Zeit, da brauchen wir halt schnelle Lieferungen von Panzer. Und deswegen Polen hat nicht nur in den USA bestellt, die über 200 Abrams-Panzer, aber auch in Südkorea, weil die schnell liefern und die Lieferungen kommen jetzt. Und das ist die Frage der Runterfahrung der Rüstungsindustrie in Europa und insbesondere in Deutschland. Deutschland kann nicht mehr schnell Panzer produzieren. Und das ist ein Bereich, wo Deutschland auch Verbesserungen und Anreize an Industrie und andere Regelungen, also rechtliche Regelungen, einführen muss, um in diesem Bereich besser zu werden, mehr zu produzieren, weil der Bedarf ist riesengroß. Das ist nicht nur die Bundeswehr, das ist die Ukraine, die beliefert werden muss in den kommenden Jahren. Das ist die Ostflanke, das ist ganz Europa, das die Verteidigungsfähigkeiten stärken muss. Und das ist ein anderer Weg, wichtiger Bereich und auch besonders für die Grünen problematisch, wo man noch irgendwie viel, viel mehr Arbeit als bisher leisten muss. Vielen Dank. Point taken. Jürgen, es gab noch diese eine Frage zur Ostpolitik, wo es hieß, mit der Ostpolitik gingen auch sehr viele Annahmen einher und vieles hat sich ja nicht bewahrheitet. Und die Frage war, wird es darüber eine Aufarbeitung geben, was wir uns vorgestellt haben, was nicht geklappt hat, oder wird der Mantel des Schweigens drüber gelegt? Was denkst du? Als Mitglied der Partei, die in den 16 Jahren großkoalitionärer oder auch schwarz-gelber Russlandpolitik immer gesagt haben, Putin ist kein Hort der Stabilität, Putin ist eine Gefahr. Putin wird nicht nur sozusagen nach innen repressiv werden, sondern er lebt vom Krieg und vom Ausnahmezustand, haben wir natürlich ein Interesse dran. Ich glaube, dass wir im praktischen Handeln als diese Regierung eine Änderung herbeigeführt haben und weiter herbeiführen müssen. Ob es dafür eine Enquete-Kommission gibt, mit Zustimmung derjenigen, die das mit zu verantworten haben, ist eine offene Frage. Aber in aller Fairness sozusagen des politischen Wettbewerbs anempfehle ich das neue Papier der SPD, der Partei, nicht der Fraktion, zur Außenpolitik, wo eine ganze Reihe von kritischen und selbstkritischen Bemerkungen sind, ohne dass sie durch die Gegend laufen mussten und mea culpa rufen. Ich finde die praktische Veränderung der Position oft viel mehr wert als sozusagen die beschauliche Beschäftigung mit der Vergangenheit. Möglicherweise kommt so eine Enquete-Kommission in der übernächsten Wahlperiode. In dieser sehe ich sie nicht. Letzte Bemerkung. Ja, es ist so, wir werden, wenn wir diese Anstrengung haben, auch in Deutschland und in Europa eigene und mehr Rüstungsindustrie aufbauen müssen. Das wird nur mit Nachfrage passieren, das ist so. Und das ist der praktische Grund, die Polen an dieser Stelle gehabt hat, nach Südkorea und den USA zu schauen, wie wir einen praktischen Grund hatten, zu sagen, okay, kaufen wir die F-35 halt in den USA. Der tieferliegende Dissens ist aber ein anderer. Der tiefer liegende Dissens ist, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten der Europäischen Union der Auffassung sind, dass in dieser multipolaren Welt wir uns dauerhaft, und wir haben diese Erfahrung 4 Jahre gemacht, nicht auf ein sozusagen unteilbares Bündnis mit den USA werden verlassen können. Das ist einer der Gründe, warum es Investitionen, das ist teuer, das kostet Geld, das kostet Ressourcen, in europäische Souveränität leisten müssen. Und das wirft auch unbequeme Fragen auf. Was ist eigentlich dann zum Beispiel mit der Frage der nuklearen Abschreckung und ähnliche Dinge? Ich glaube aber, dass dieser Begriff, oder ich weiß, dass der Begriff der europäischen Souveränität und der Stärkung der europäischen Souveränität
der eigentliche strategische Dissenspunkt ist, den wir beispielsweise mit Polen haben, übrigens jenseits der Frage Peace, sondern über die Lager hinweg. Und da gibt es sozusagen eine französisch-deutsche Position und es gibt eine andere Position in Ländern Osteuropas. Und diesen Dissens zu überwinden, ist eine der Voraussetzungen, damit dieses Europa gemeinsam handlungsfähig wird. Vielen Dank. Ich glaube, das war jetzt eine sehr interessante Tour d'horizon durch die deutsche und die grüne Außen- und Sicherheitspolitik. Mein Fazit ist, wir sind auf einem guten Weg. Wir könnten ein bisschen schneller sein insgesamt. Aber ich habe aus diesem Panel doch mitgenommen, dass sowas wie die Zeitenwende irgendwie angekommen ist, dass sich etwas in Bewegung gesetzt hat. Was wir allerdings alle mitnehmen, es kann gerne auch etwas schneller gehen. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Das war die 23. Außenpolitische Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung. Bevor ich Sie entlasse, muss ich die übliche Danksagung loswerden. Erstmal danke ich den Panelistinnen Garima Mohan, Sophia Besch, Justina Gotkowska und Jürgen Trittin. Es kommen noch ein paar Namen, also Applaus ganz am Ende. Ich würde gerne auch noch mich sehr herzlich bei meiner Kollegin Milena Grünewald bedanken vom Referat Außen- und Sicherheitspolitik, die mit mir diese Tagung organisiert hat. Vielen Dank an Corinna Fischer vom Global Diplomacy Lab, die uns bei der Organisation unterstützt hat. Großer Dank an unser Tagungsbüro, die diese Tagung organisiert hat, an unsere Übersetzer, die unsere komplizierten Diskussionen übersetzt haben, und allen meinen Kolleginnen und Kollegen der Böll-Stiftung, die mich hier unterstützt haben. Und lassen Sie mich noch als letzten Satz einige besondere Kolleginnen und Kolleginnen hervorrufen, nämlich meine Kolleginnen in der Ukraine, die zurzeit unter sehr schwierigen Bedingungen, unter Bombenalarm, Stromausfällen die Arbeit unserer Stiftung weiterführen in der Ukraine. Ich weiß nicht, ob die eine oder andere jetzt gerade zuschaut. Ich kann euch nur sagen, ihr seid großartig und ich bin stolz, euer Kollege zu sein. Und jetzt dürfen Sie applaudieren. Wir sehen uns in einem Jahr. Das war die 23. Außenpolitische Jahrestagung der Böll-Stiftung. Auf Wiedersehen.